Jetzt geht's wieder mal los. Eine Menge Astronauten wollen ermordet werden, hinterrücks. Und falsche, friedliche Menschen wollen dafür beschuldigt werden. Ich freue mich drauf. Es wird wieder Among Us gespielt. Es steckt schon mal das Messer rein. Hallo. Oh, hallo Leute, ich höre euch. Nein, ich will das Geld. Ach Mann. Ach du Schande. Oh, der geht schon los. Hallo. Hallo. Hi, Simon. Bin ich laut? Dann sag das mal. Ich mach dich einfach leise. Okay. Ein bisschen zu laut. Ich hab hier leider. Okay, ich hab hier leider keine. Ich kann das hier nicht ändern. Jetzt ist er zu leise. Ihr findet schon einen Weg. Ja, ich mach dich lauter. Okay. Ich gehe. Also, ich bin jetzt hier. Wir warten. Besser nicht mehr auf Ede, weil wir hatten, glaube ich, im Kalender einen kleinen Termin, einen falschen Termin. Deswegen denkt der Ede wahrscheinlich genauso wie ich, dass wir erst in einer halben Stunde dran wären. Das zur Erklärung. Aber er kommt noch. Also wenn er zum Originaltermin kommt, dann ist er ansonsten nicht. Aber ich denke, er wird kommen. Aber lass uns ruhig schon mal anfangen. Platz oder wie oder was? Also, wenn man dann einen nachher wieder rauskicken könnte, ich würde sagen ja. Na, also, noch ist Ede nicht da. Er möchte einen Platzhalter, wenn er nur. Also ich sag mal so, ich will gar nichts. Ich will einfach nur spielen, also, aber wir müssen nicht auf ihn warten. Simon ist eigentlich egal. Okay, ich komme gleich. Oder wie? Ja, also er denkt, es geht um 80%, halb neun. Viertel vor. Ja, wir beide hatten in unserem Kalender Viertel vor stehen. Das war aber falsch. Tut uns leid, haben wir ein bisschen verkackt bei uns? Ist kein Problem. Wir können mit 9 spielen oder wenn jemand kurz einspringen will für die Zeit, bis Ede kommt, könnt ihr gerne mal anfragen. Aber sagt dann auch so Bescheid, dass der Platz dann wahrscheinlich wieder Dings, wegfällt. Matteo, aber ich weiß nicht, ob sie. Dings, ja, ich schreibe mal Dings an, warte. Der andere, der immer getweetet wird. Was ist mit Bums? Ich kann auch einfach einen Mod von mir fragen oder so, dass der irgendwie für 20 Minuten dabei ist. Ich würde gerne mitspielen, aber wenn das nur so kurz ist, weiß ich auch nicht. Ja, dann muss sie dann irgendwie im Stream wechseln. Das sollte doch nicht früher gehen heute. Vielleicht mache ich nicht zu lange, dann kann sie dazukommen. Nein, alles gut, war ein Scherz. So. Ich bin jedenfalls offen für... Message angekommen, Dalu, Message angekommen. Mach nächste Woche ein T-Shirt über dich, ist okay. Also ich würde das so machen. Ich würde sagen, wir starten erstmal zu 9. Okay. Und wenn wir dann erfahren, dass Eddie auf jeden Fall kommt oder nicht kommt, dann entscheiden wir, ob wir noch jemanden dazu holen. Okay. Okay. Sehr klug von dir. Danke. War mal so. Ah, erst mal wieder reinkommen. An wen, wer ist hier der Verräter bisher gewesen? Zu spät. Matteo. Ja, geil, Imposter. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden mehr höre und mich niemand mehr hört. Das klingt richtig. Ich werde direkt den Leon mir einfach mal zur Brust nehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich hab schon wieder so ein bisschen vergessen, wie man Among Us spielt. Ich spiele das ja nie privat, weil ich habe ja keine Freunde. Oh, ist ja Halloween hier. Und deswegen spiele ich das immer nur hier und deswegen bin ich leider auch nicht so gut. Aber dafür, dass ich nie spiele, bin ich schon verdammt gut. Das macht's dann halt für euch interessant. Das macht mich irre, dass hier überall schon so Halloween-Deko ist. An der Stelle kann ich kurz betonen, dass wir bald den Schocktober haben bei uns. Und dann gibt's ganz viel After Dark. Ich habe bestimmt 7 Spiele eingespielt. Ah, Gott. Wer ist denn hier direkt tot? Leute, Anni ist tot. Anni, und mit mir war gerade jemand in einem Raum. Ich weiß nicht, ob es Anni war. Ich war vorher im Raum, aber ich bin jetzt gerade zuletzt bei Shields gewesen. Ich habe dich gesehen. In welchem Raum denn? Weiße Füßchen. Im Navigation oben rechts. Ich hab zuletzt aber Dalu ich hab Gnu und Anni zuletzt gesehen. Wo ist sie denn tot? Wo ist sie denn tot? Die war jetzt genau, also zwischen O2 und Navigation und ich hab gerade. Ich bin oben warum drüber in Weapons gerade. Warum? Woher wusstest du denn in Navigation wahrscheinlich? Woher kann naja, ich naja, weil ich die zuletzt da gesehen habe, beide. Gnu und Anni. Hattest du bei Anni nur noch die Füßchen gesehen weiße oder war noch Füßchen. Was anderes dran? Weiße Füßchen. Oh Mann. Die weißen Füßchen. Okay. Ja, jedenfalls. Dann war es Lara. Ich habe auf jeden Fall gerade die tolle. Ich war und in Shields. Ich war's nicht. Nee, ja, aber irgendwann war bei mir noch außer Anni mit im Raum, aber ich habe gerade nicht aufgepasst. Und ich habe nämlich gerade die tollen Fledermäuse an der Wand betrachtet. Halloween-Deko. Und deswegen weiß ich es jetzt nicht. Auf jeden Fall bin ich gerade raus, nachdem ich meine Tasks gemacht habe und da lag Anni. Also es ist vielleicht jemand, der von oben runtergelaufen ist, oder es war jemand im O2. Eigentlich hätte ich das jetzt nicht sagen sollen, sondern ich hätte euch erst fragen sollen, wo ihr gewesen seid.
Also wenn ich Imposter wäre, dann hätte ich nicht direkt gesagt, dass ich da war. Also, nee, ich beschuldige das jetzt auch gar nicht. Ich glaube, das ist jemand. Ja. Du warst bei mir mit in Electric, ne? Ja, genau. Ich habe meine drei Quests halt direkt gemacht. Okay. Und du kamst gerade rein. Hinterfragen? Nee, also weil ich habe halt Lights gecampt und es war keiner genau. In Electric. Und dann kam Sepp oben aus Electric ausgelaufen, nachdem ich Lights gefixt habe. Deswegen frage ich halt, was er da gemacht hat. So. Ja, also, meine drei Quests. Hast du die im Vent gemacht oder wo waren die dann? Nee, ich habe diese geilen Drehdinger gemacht, dann habe ich Cables gemacht und habe ich gedownloadet. Ah, okay. Easy. Ich habe nur eine kurze Frage an Simon. Simon, hallo? Ja, klar, ich bin da. Ich war's nicht, ich bin neu. Nee, du warst nicht, ne? Okay, das war auch die Frage. Ja, dann. Wir haben niemanden, der verdächtig ist. Ich habe ein bisschen Lara unter Verdacht. Ich habe nur ihre Aber sie hat Füße gesehen. Ja, und sie war aber auch direkt Verdacht, im Navigations drin, als ich sie gesehen habe. Also nicht davor oder so. Und ich bin ja runtergelaufen zu Shields, deswegen... Also, ich sehr schnell versucht rauszureden, ist nur meine jetzt. Aber ich kann auch falsch liegen. Wenn ich Imposter wäre, würde ich doch nicht sagen, dass ich da war. Guck mal, der Kürbis! Voll nice! Hallo? Ich bin mir immer sehr unsicher, ob ich gehört werde, weil ja natürlich die Regie das auch langsam abdrehen muss. Deswegen bin ich da immer sehr, sehr zurückhaltend mit meinen Äußerungen, gerade am Anfang. Ich bin ja leider nicht der Imposter. Ich wäre es echt gerne. Ich möchte, das Messer ist gewetzt, der Blutdurst ist noch nicht gestillt. Sepp, ne? Was macht Sepp da? Faked er irgendwas? Was ist denn los, Sepp? Ne? Wo sind deine Aufgaben, Sepp? Sepp, finde ich. Gut, Navigation war eine. Ich war mir nicht sicher. Also, Sepp kriegt bei mir mal ein Fragezeichen. So, spannend, spannend. Wer könnte es sein? Wer ist es diesmal? Einer ist es. Das wäre übrigens richtig gut, wenn man auch mal eine Runde hätte, wo es keiner ist. Wo einfach nur sie sich alle gegenseitig aus dem Airlock schießen. Weil einer muss es ja sein. Saftiges Gnu, Lara, die waren es alle schon mal. Ich traue da keinem. Aber hier ist ganz gut, Electric, wenn da mehr als zwei Leute drin sind, kann man da immer ganz gut arbeiten, finde ich. Nee? Oben? Okay. Oh, jetzt bin ich allein. Saftiges Gnu. Ist das Letzte, was ich sehe? Fragezeichen? Ja, sie hat mich noch... Ah! Oh, musst du mich so erschrecken. Alter, was geht denn hier? Ich wollte nur ein bisschen Alu. Die Stimmung auflockern. Ist nichts passiert. Ja, weitermachen. Ich finde es gut. Alu wieder, ey. Ja, es ist halt dafür solltest du eigentlich... Ja, nein, ich wollte halt gucken, ob er tot ist. Also dafür haut ich Leute, dich jetzt raus. Nein, das wart ihr jetzt nicht. Das ist der Alu. Ich habe noch nicht mal einen Witz erzählen können. Ich hab halt so viel schon gemacht, die Runde, und dachte, ja, da sind halt drei, vier Leute tot. Habt ihr eben für Dalu gewotet oder was? Nein, Lara haben wir nicht. Ja, doch für Dalu. Lara. Nein, hör mal, Lara ist im Oh, Lara ist im Poster. Auch keiner hat für mich gewotet. Oh, ich. Das ist aber nett von euch. Warum nicht für dich? Einer. Das ist aber nett. Lol. Es ist so verlockend, Leute. Es ist so verlockend, hier einfach mal ein bisschen Terror zu machen. Aber nein. Ich halte mich an alle Angaben. Ich muss ja erstmal das normale Game raffen, bevor ich mich an Metagames versuche. Also wer auch immer der Imposter ist, gleich ist es vorbei. Da ist. Was ist? Ach ja, okay, das ist ja Reaktor. Wo ist der Reaktor? Oben. Ah, Fischkopf. Guter Fischkopf. Er hat den Reaktor ausgemacht. Okay. Dieses Mal sollte ich ein Geist werden, aber das werde ich nicht, denn das würde ja behaupten, dass ich dann nicht gut spiele. Sollte ich Geist werden, werde ich diesmal auch meine Aufgaben machen. What? Also, Sepp ist doch gerade mit Dalu unten an Electrical vorbeigelaufen. Nein, du bist mit mir an Electrical vorbeigelaufen. Ja, ich bin hoch an Electrical, hab eine vorletzte Task gemacht. Ja, aber Sepp war nicht da.
Ich habe eine Frage an Lara. Mhm. Du bist mit Matteo gerade unten lang gelaufen, richtig? Oh nein, mein Spiel ist gecrashed. Meins auch. Na, meins auch. Simon ist auch raus. Scheiße. Wie war denn die Frage? Meine Frage wäre gewesen, wo kam Matteo zu what? Dir? Oh, sind alle raus? Naja, EU-Server down. Wow. Batman. Ich wusste es, Lara. Wieso? Matteo, ja, du warst der andere, Leute, oder? Jetzt kommt übrigens auch Ede. Ah, also, da alle diese Informationen werde ich hier niemals geben. Wer war? Lara und Matteo. Matteo hat nicht auf mich gebaut, er wird jede Chance. Ich habe Anni gekillt, wollte ich nur mal eben sagen. Jedes Mal! Entschuldigung, aber du bist so sass. Mann, nein, du bist ich nicht war sass. Nur in der Nähe. Also du bist nicht sass. Du bist und bin halt runtergelaufen. Matteo, jedes Mal sass. Spielen wir jetzt EU oder US? Ich war's nicht. Ja, wir müssen US. Ich kann auf EU nicht mehr stellen. Ich war's nicht. Ich okay, dann versuchen wir US. Hallo. Das ist okay. Oh, hallo an Ida. Hallo. Hört ihr mich? Ach. Hallo. Ist da. Nice. Hallo, Entschuldigung, hallo. Ich hatte was anderes verstanden, war ein kleines Missverständnis. Kein Problem, du hast nichts verpasst. Du hast die super Runde. Das war echt eine tolle Runde. Stimmt, war eine gute Runde, ja. Krieg ich jetzt Punkte wegen Lara, ja, ne? So, denk dran, US-Server. Oh, der Matchmaker ist wieder voll. Ich hab so gar nichts gemacht, US-Server? Ich hab nicht mal eine Person gekillt. Genau, US-Server, also North America bitte auswählen, unten in der Ecke. North America. Ja. America de Norto. Da bin ich. Ah. Ihr seid alle nackt. Mhm. Was ist das da? Das ist mir nicht so auffällig, ne? Ja. Ich hab auch mal eine Polizeisache an, weil ich bin ja der Cop. Ich find's voll stressig, in der ersten Runde Imposter zu sein. Das war zu viel gerade, ja. Ich wollte gar nicht. Kann man gar nicht so reinkommen, ne? Ich hab nichts gemacht. Ich hab nicht eine Person gekillt, oder? Ich. Ihr seid vor allem zusammen rumgelaufen, ihr Schwein. Ich wusste, dass Lara es war und denk mir so, Matteo. Matteo ist ja safe. Der wird mich bestimmt beschützen oder direkt melden. Und was ist, dann springen sie beide in die Schweine, ey. Aber Lara, hast du absichtlich erstmal niemanden gekillt dann weiter, weil du dachtest, okay, jetzt haben Leute gesagt, ich bin's vielleicht? Ja, weil es sich auch nicht ergeben hat. Also. Ja, okay. das Problem war, den ersten Kill, den ich begangen habe, der wurde so ein bisschen Lara in die Schuhe geschoben. Und ja, dann, weil ich direkt gesagt habe, dass ich da war, weil ich aber auch dann sagen wollte, ey, ich war da, aber ich habe nichts gesehen. Und ich habe ja auch nichts gesehen. Also ich war ja unten bei Shields. Füßchen habe ich gesehen. Ja, ja. Füßchen habe ich auch gesehen. So, lasst euch von der Maske übrigens nicht irgendwie. Also, das ist echt nur so als Gag, ne? Na klar, ja. Achso, die hier? Simon und Eddie, stellt euch mal kurz unten hin. Ihr passt voll gut zusammen eigentlich. Ja, ich finde auch. Ich muss die ändern. Ich bin das Opfer. Sepp hat die Maske. Sepp hat die auch. Ich mache jetzt was anderes. Oh, ich bin Iron Man bei mir damit. Das ist nicht mehr der Korb. Was ist denn da los? Okay. Immer noch Korb. Aber ich wollte eigentlich das Messer nehmen. Jetzt hat Simon das Messer. Aber nee, du musst Korb sein. Ey, ich mache gern was anderes. Würdet ihr jemanden fürchten, der einen Pömpel auf dem Kopf hat? Ich glaube nicht. Nee. Eher bemitleidenswert finden. Siehste? Wo ist der Partyhut? Okay, wollen wir direkt loslegen? Mhm. Ja, wir sagen ja, gerne. Lass uns loslegen. Oh. Okay, gut, Luck of Fun. Oh, ich hab Angst. Ah, ich will Crewmate sein. Einfach entspannt Crewmate. Ich auch. Einfach nur chillig Arbeit machen. Okay, schon wieder so lange nicht gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie man hier. Aha, wo sind denn hier die Tasks? Da runter, alles klar. Ach, guck mal, das ist ja hier Halloween geschmückt. Kann man mich überhaupt. Kann man mich hören? Ist hier was? Da. Okay. Das sind ja alles Profis, mit denen ich spiele. Ach komm. Was ist denn hier? Jetzt. Die sind alle so gut. Das kann ich. Blau. Nein, geh weg, Simon. Simon. Braucht wir zwischendurch, mach ich den Upload. Tipp, 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 da. Ich bin ein super Crew-Mitglied. Ich glaube, wichtig ist es, dass man. Du kleine Kröte, Simon. Sepp ist tot. Und Anni! Wow. Wo denn? Anni oben rechts. Ich bin gar nicht tot. Weapons. Okay, also es sind zwei tot. Reicht es von der Zeit her, dass es einer gemacht hat?
Könnte sein, ja. Potenziell, ja. Ach, oben, ganz oben rechts, okay. Weil, ja. Du warst in den Camps die ganze Zeit, oder? So die letzten 20 Sekunden. Nee, am Ende jetzt, die letzten 20 Sekunden, richtig, ja. Okay, ja. Eine Frage. Hast du drauf geachtet, wer ein Medical rein ist und raus? Nein, mein Auge hat sich nur auf Admin konzentriert. Da war Eddie, Lara und Simon, glaube ich. Also Simon kann ich Alibi geben. Simon war direkt neben mir, hat die Task gemacht, als zumindest als der Call eben kam. Ja, aber vielleicht war der Kill auch direkt am Anfang, wenn es oben kam. Ja, gut, das kann Simon kam nämlich hinterher und saftiges Gnu kam mir noch nach. Sag mal, Leon. Also, ich habe zuletzt den Blackbridge gesehen. Wir haben beide unsere Task gemacht. Ich bin dann links rum und zu Security und bin dann da oben rumgegangen. Und da kam mir Fischkopf aus Medical entgegen. Und es könnte sein, dass Fischkopf den dann in Electrical Killer nach oben gewendet ist. Deswegen habe ich gefragt. Kann auch sein, dass er einfach da normal getaskt hat. Aber man kann aus Medical in, man kann auch aus Medical nicht in Weapons. Moment, Leon, Leon, wo hast du Fischkopf gesehen? Medical. Kam okay, pass raus, auf. Wir beide waren doch am Kameraraum vor Matteo. Ja, ich bin danach nach oben weggegangen. Das hat vielleicht hat das Matteo noch in der Kamera gesehen. Ich habe Fischkopf nicht in Medical gesehen. Oh. Aber ich bin doch. Du wirst in Electrical gespielt haben und in Medic gewendet sein, als ich schon vorbei war. Ich war doch nicht. Ich war nie in Electrical. Du warst nie in Electrical. Ich war jetzt in dieser Runde nicht einmal in Electrical. Warum nicht, ist die Frage. Genau, das ist die Frage. Ja, stinkt. Außerdem sterbe ich immer, wenn ich da reingehe. Welche Quest hattest du mir auch. Ich auch nicht, ich hasse es. Also, das mache ich immer als Letzter. Aber Leon, ich bin oben lang gelaufen, ich habe Fischkopf nicht gesehen. Mir kam er nicht entgegen. Wir kommen aus Medbay entgegen. Wo war er denn zuletzt? Was? Auf dem Weg zu Security, glaube ich. Fischkopf, welche Quest hast du mit Medbay? Oh, Quizfragen sind doof. Normale Frage. Zu raffen, wer hier gerade potenziell verdächtig ist, denn das habe ich ja noch nie gehört. Ach, das hab ich noch nie gesehen, denn die Mission hier. Denn die anderen sind schon eingespielt. Man merkt schon, die wissen genau ihre Rollen. Ich selbst bin noch so, eiere noch so ein bisschen rum und kümmere mich einfach nur um meine Mission. Deshalb wollte ich vorher noch Abendessen. Das steht jetzt hier und muss auch, ehrlich gesagt, muss es auch noch gegessen werden. Was ist denn die nächste Task? Da. Storage. Ich kann diese ganzen Bezeichnungen noch nicht so gut. Refuel. Ach komm. Lara, was war denn das? Nein, Lara. Ach, du bist vor mir gewendet. Und ich war so, Gnu killt mich jetzt. Und dann wendest du. Also, ich war ein Electrical, hab gerade ein Kabel gemacht und sehe Lara bentet, hat gesehen, dass ich es gesehen habe und rennt direkt zum Merchant. Oh mein Gott, Leute, nein. Ich habe gesehen, dass saftiges Gnu gewendet ist und bin ganz schnell zum fucking Schatten. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nie wente. Okay, okay, ich hab ne Frage erstmal an Gnu. Gnu, wie sahst du von deiner Perspektive aus? Ich bin Electrical, hab die ganze Zeit Schutz bei Lara gesucht, weil ich dachte, ich kann ihr trauen. Gott, hab dann die Kabel gemacht und bin dann gerade raus aus der Task, hab gesehen, sie ist gewendet. Okay, und dann Simon muss gesehen haben, nee, ob Gnu ihr entgegenkam. Du hast gesehen, dass ich dir entgegenkam. Ich hab gar nichts gesehen, leider. Es tut mir, ich wäre gerne das Zünglein an der Waage. Aber Simon ist mir unter Electrical noch entgegengekommen. Wieso höre ich denn ausgerechnet Simon nicht? Aber kann es sein, dass Lara einfach ganz schnell zu dem Button gerannt ist, nachdem sie entdeckt wurde. Ich bin wirklich unten raus, noch über Storage. Ich bin hochgerannt und ich war noch nicht beim Button und hat schon gebiegt. Bei Navigation war sie auch hinter mir, sie kam nach. Das heißt, ja, also das Blöde ist, dass der gewendet ist, natürlich schneller den Button drücken könnte. Ich bin weil er den kürzeren Weg hat. Gelaufen. Ich war noch so, und dann schneller. Und dann hatte ich noch eine Sekunde Zeit, bis ich den Button überhaupt drücken kann. Also, was Dalu sagt, stimmt ja. Wenn jemand von Electrical zu Medbay gewendet ist, dann könnte der Venter schneller drücken als die Person, die es gesehen hat. Ich bin ja nicht gewendet. Okay, aber jetzt das Gegenstück dazu, Matteo. Der gewendet ist, kann denjenigen, der es gesehen hat, auch abfangen und töten, bevor der Button gedrückt wird. Stimmt. Ja, wir müssen den praktischen Ansatz nehmen und beide rausvoten. Das bleibt uns nicht anderes. Okay, machen wir das. Machen wir das so. Machen wir das? Ich vote Lara. Okay, ich auch. Ich auch. Sag es nicht.
Mein Gefühl sagt mir, das ist sie. Aber er ist Knurr raus. Okay. Nee, kann das raus. Es ist Knurr und Fischi. Als nächstes Lara. Es sind Knurr und Fischi. Warum ist es denn Fischi? Weil du eben schon suspicious warst, als du in Metal. Ja, weil Dalu gesagt hat, du warst. Wie einfach sofort jeder verdächtig ist und ich bereit bin, jeden vors Messer laufen zu lassen. Kein Problem, steche ich dir rein, bleib einfach stehen, lass stecken, ich komm später und finische den Job. So wird hier miteinander gearbeitet. Sprit willst du haben, sollst du kriegen. Ah. Das Schöne finde ich hier bei dieser Halloween-Map, kann man ja eigentlich mit den ganzen Leichen das so richtig schön erst dekorieren. Und die Geister passen endlich auch ganz gut dazu. Da war Matteo. Ich muss mir immer merken, mit wem ich wo bin, dass ich zumindest im Nachhinein nachvollziehen kann, wer da war. Was ist hier mit Edler Eddie? Will Edler Eddie eventuell wenden? Matteo und Eddie? Was denn? Emergency. Das war nur aus Sicherheit für mich, weil sowohl Lara und Gnu kamen auf mich zu. Ja, ich war die ganze Zeit hinterher, die ganze Zeit. Auch gerade durch die Beine gelaufen. Wenn wir schon mal hier sind. Wenn jetzt einer mich killt, sagt der andere einfach, ja, das war der andere halt. Ja. So, deswegen, da wollte ich nicht die Leiche. Also ich will noch mal sehen, dass sie ventet. Komm, Lara, mach's noch mal. Was wollte ich noch gerade sagen? Ich so zerstört Freund werden. Ich möchte aber, weil ich ja gerade. Also, nee, lass Simon, mach mal. Ach, ich hab niemanden zu beschuldigen. Ich dachte nur, wir sind immer noch dabei, dass wir jetzt einen von beiden rauswerfen. Saftiges Gnu oder Lara. Ja, und dann bin ich aber diesmal wirklich eher für Gnu, weil was Lara am Ende gesagt hat, sogar ziemlich smart ist. Hätte ich jetzt gedacht, dass Lara es war, die gewendet ist und zum Button gerannt ist und ich habe Fischkopf immer noch im Verdacht, hätte sie ihn danach nicht vor den Karren geschmissen. Das also hätte sie nicht gesagt, es sind Gnu und Fischkopf. Das hätte sie nicht gesagt. Das reicht mir. Wir hauen Gnu raus. Es kann auch sein, dass du mich gerade gerettet hast, weil Fischkopf war gerade. Aber ich möchte nochmal anmerken, das ist alles Laras Schlussfolgerung und ich möchte am Ende nicht die Schuld haben. Ich muss sagen, dass wir einen schönen Hinterausgang bauen. Alles klar, da. Toll, ey. Nicht wieder die Verdächtige. Gnuli. Das ist echt gemein. Also, oh, das ist eindeutig. Ich glaube wirklich die ganze Zeit, dass es Eddie ist, um ehrlich zu sein, weil Eddie die ganze Zeit so verpeilt rumläuft. Ja, der Eddie war auch eben ganz komisch an einem Task nach der anderen. Ja, ja, aber du stellst manchmal so nebendran und so, ganz komisch, aber okay. Warum werde ich einfach so beschuldigt? Wo ist denn hier die Task? Eddie, da ist irgendwas. Was soll ich denn da jetzt machen? Ach so. Ach da, Entschuldigung. Scheiße. Ich habe gerade Eddie laufen sehen, oben in der Kamera. Er liegt oben in Upper Engine übrigens. Simon, du hättest ihn wahrscheinlich sehen können. Ich bin wahrscheinlich dran vorbeigelaufen, ja. Hast du mich nicht auch gesehen auf der ich Kamera? Ich bin dran vorbeigelaufen. Ja, toll. Und jetzt nee, es war nicht alle. Und dann läuft Simon an der Leiche vorbei, oder? Aber was? Nee. Also Simon ist 100% safe. Ja, er war das nicht. 110%. Matteo, hast du Lara gesehen? Ich stand ey. Lara kam zu uns in den Kameraraum und hat die Tür, also die Türen sind dann zugegangen. Ich hab's nicht zugemacht. Leute, habt ihr Fischi nicht in den Kameras gesehen? Er ist von Edmund hoch in Cafeteria gelaufen und dann kann er nach links zu. Dann muss es Fischkopf sein. Warum? Voted Fischkopf. Voted Fischkopf. Also Fischkopf oder Lara? Nein, Fischkopf. Lara Fischkopf? Nicht voten. Fischkopf. Ja, Fischkopf. Warum? Fischkopf. Warum eigentlich? Kannst du es noch kurz erklären? Ja, warum ich eigentlich? Erklärst, nachdem du rausgeflogen bist. Na gut, reicht mir. Erklärst mir mal bitte, was? Nein. Nee, ich hab nicht gewonnen. Oh nein. Na gut, also ich war in den Kameras. Also, ich hab Eddie beobachtet und hab noch so gesagt, der läuft so komisch. Und er ist mit jemandem gelaufen. Und dann wollte ich mir entgegenlaufen, um Eddie zu gucken, was er so macht. Und dann war der tot. Das heißt, du kannst ausschließen, dass Lara den Kill nicht gemacht hat?
Ja, Lara hat den nicht gemacht und Simon hat den auch nicht gemacht. Und Dalu und Leon traue ich irgendwie. Das ist so suspekt, wenn du sagst, du traust ja, irgendwie. Ja, sorry, Dalu, aber die Zeit ist gekommen. Ich kann auch sagen, ich lief über Cafeteria, über Upper Engine, hab da noch diesen Schalter umgelegt, bin dann in Security rein und da habe ich Dalu und Matteo gesehen und hab gesagt, okay, ich bleib jetzt einfach bei Dalu, damit er weiß, dass ich jetzt nicht bin. Zu dritt gerade eingesperrt. Ich hab dann auch in ja, aber gesehen, in der Nähe der Leiche. Dass die Cafeteria gelaufen ist. Wahrscheinlich dann links zur Upper Engine. Also Simon kann ich ausschließen auf jeden Fall. Ich habe halt leider so ein Mini-Gehirn, dass ich mir immer nur eine Person merken kann. Und es war halt Eddie, der da lang lief. Und da war noch jemand dabei, aber keine Ahnung. Okay, Fischkopf hat Lara gewotet. Okay. Also das heißt, die beiden sind auf jeden Fall nicht, nicht Imposter gewesen. Haben wir gewonnen? Wir haben gewonnen, natürlich haben wir gewonnen. Ich hab natürlich haben wir gewonnen. Ich habe sie doch wenden. Ich habe auch nie dran gezweifelt. Sehr gut. Ja, Leute. Okay. Nice. Ihr habt die richtigen Leute rausgekickt. Es gab einen Punkt, da konnte ich nichts mehr machen. Es gab einen Punkt, Lara rennt zu uns in den Raum, die Tür geht zu und die Leiche liegt da oben. Guck mal, ich hab mal Alibi, die Tür ist sogar. Mann, ey, was soll ich denn machen? Warte mal. Und auch genug, ich hab sie halt vor mir. Ich dachte eigentlich nicht, dass du dir, ich dachte eigentlich, du findest es lustig und verpetzt mich nicht direkt. Ganz kurz, Dalu, hast du gerade mich gewotet? Ja, du hast gesagt, Dalu, ich glaub dir. Und dann hast du instant Fischkopf gewotet. Ich dachte, du und Lara sitzen am Ende. Ich wollte mich dir offenbaren. Aber warum Matteo? Ich wollte mich dir offenbaren. Ja, Sepp, was sagst du? Matteo, du warst an den Kameras, ne? Ja. Du hättest das in der ersten Sekunde schon entscheiden können, weil Fischi hat genau vor der Kamera mich ermordet. Ah, scheiße. Hier im Chat schreiben die es auch gerade. Den ersten Killer hättest du sehen können. Du hast es einfach, du hast genau zugeguckt. Also ich bin wahrscheinlich in der ganzen Geschichte von Among Us der schlechteste Kamera-Operator ever. Also, wieso gehst du denn zur Kamera? Dann mach ich die Quest. Er ist auch direkt als erstes dahingegangen. Er hat gar keine Quest gemacht vorher. Nö, ich hab gedacht, er muss Traitor sein. Also er muss Fischi sein Kumpane sein, ihm Alibi geben, weil Simon. Nee, das ist so mein... Es war on camera. Simon. Ich bin so Hobbyspanner. Ist Anni heute eigentlich? Ja, klar, dabei? Natürlich. Ja. Natürlich. Schau, genau, ich will nicht mal aufhören, Anni die ganze Zeit anfangen umzubringen. Ja, dann also ich mich auch nicht mehr. Das Problem ist, Anni, wir sind jetzt im Poster. Eine Frage: Wer von euch streamt denn nicht? Ich. Dann können wir dich als erstes umbringen. Ja, gut. Ja, okay, ready? Dann lass starten direkt die nächste Runde. Ja, wenn ich Matteo tot in der Ecke liege, dann tritt ich noch drauf. Hallo? Okay, bisschen eskaliert hier. Gut. So. Das habe ich gar nicht geguckt, aber ich muss wieder Tasks machen. Alter. Hätte mich killen können, hat es aber nicht. Da ist er wieder. Ah, da kommt er wieder. Er wollte mich killen, oder? Er wollte mich gerade killen. Ich glaube, Leon ist es. Absolut fast sicher. Der ging nämlich gerade runter, ging dann wieder hoch. Der ist mir suspekt. Moment, warum wird hier gerade Report angezeigt? Ah! Ich habe eine Leiche entdeckt. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt eine Leiche entdeckt habe. Ich bin ganz im Süden und ich habe meine Aufgaben gemacht wie ein Profi. Ich weiß, dass ich mich verdächtig mache, weil ich sie gefunden habe. Wo ist denn ganz im Süden? Das ist die unterste. Ich kenne die noch nicht so gut. Was ist da unten? Das Lager mit dem Benzin, eins rechts davon. Also eins rechts. Communication, ja. Im Gang. Er ist im Gang, nicht in dem Raum. Simon, die Map ist im Channel hier, im Among Us Channel, da kannst du sehen, welcher Raum die halt. Ja, ich habe hier von der Regie nichts, ich krieg quasi nichts, so. Ich sehe gar nichts. Aber nächstes Mal besorge ich mir eine Karte. Sehr gut. Also in Matteo? Ja,
Wie bist du, du bist ja vermutlich runtergegangen, als, um es leid zu fixen, richtig? Nee, bin ich nicht. Okay, wie bist du gegangen? Von Storage hoch, dann bin ich ja mal umgedreht, bin dann wieder, wollte zu Lights, bin dann mal weggelaufen, bin dann durch Cafeteria oben bei Medbay lang und kam dann von oben zu den Camps. Und da habe ich Eddie gesehen und ich glaube dich, aber nicht sicher. Genau, ich war in den Camps. Ich immer. Ja, ich war davor an den Camps. Anni? Ja, ich war, ja. Hast du jemanden in Admin gesehen, als du reingegangen bist? Boah, in Admin, ich war zum Ende hin, war ich in Navigations, als das Licht ausging und als ich in Nav reinging, kam Fischkopf mir entgegen. Ich bin nicht sicher, ob er hoch oder runter gelaufen ist. Wenn er runtergelaufen wäre, hätte das halbwegs vom Timing gepasst. Fischkopf war in Electricals. Ich habe eine kleine Zwischenfrage. Wer hatte Anni in Admin gesehen? Ich habe Anni in Navigation nur gesehen. Ich hab Anni in Admin reingehen sehen auf den Camps. Kannst du Anni in Admin reingehen sehen? Wann war das? Ich bin umgelaufen, ganz kurz, um das nochmal festzuhalten. Anni kann es nicht gewesen sein. Ich habe auf den Camps gesehen, dass jemand gewendet ist. Deswegen habe ich gefragt. Anni ist nämlich. Weil Anni kam mir entgegen ungefähr auf der Höhe und ist an Dalu theoretisch vorbeigelaufen. Aha. Nee, ich bin nicht da gewesen. Simon, sag nochmal, wo er ganz genau lag. Er lag doch im Gang rechts von dem Storage. Anni war es. Anni kam mir unten safe entgegen und sie hat gerade gesagt, sie ist nicht unten rumgegangen. Ich bin nicht unten rumgegangen. Ich hab's auf den Camps gesehen, dass sie umgegangen ist. Also, ich für meinen Teil. Wo ist denn Leon? Wo ist der denn jetzt? Ich bin suspekt. Ich hab das Gefühl, der hat da vorhin in Electronics sich komisch verhalten. Das reicht natürlich nicht im realen Leben. Aber hier reicht es, um jemanden aus dem Airlock zu schießen. Na, okay, das machen die schon. Einer muss ja auch die Tasks machen, ne? Einer muss ja arbeiten, während alle anderen Sherlock Holmes spielen. So. Oh, jetzt habe ich auch eine Karte von der Regie. Danke. Upper Engine, okay. Ah, ja, dann habe ich das richtig beschrieben. Rechts von Storage, zwischen Storage und Shields. Und das war dann auch genau richtig. Schalten zwischen den Bildern. Oh, ich habe ihn gesehen. Okay. Ich habe den Mörder gesehen. Ich habe den Mörder gesehen. Ich habe Matteo gesehen, wie er von der Leiche weggelaufen ist. Umgebracht hat. Ich auch. Ich bin von unten hochgelaufen. Matteo wird gewotet. Brutal ermordet. Also, in zwei Stücke. Matthias, eine kurze Frage. Ich komme von unten, von dem unteren Reaktor, laufe ich hoch zum anderen Reaktor und du läufst mir erst von oben nach unten entgegen, siehst mich und rennst wieder hoch. Okay, ich möchte mal ganz kurz das Wort an die drei Leute richten, die mich angeblich, also die mich nicht gesehen haben. Wie du es versuchst, ich bin so gespannt, was jetzt kommt. Also glaubt jetzt eher drei Leuten, die sich auf einmal auf wundersame Weise absprechen und mir den Mord in die Schuhe schieben, oder glaubt ihr einer einzelnen Person, die einfach das Gegenteil behauptet? Ja, gut. Ich bin überleg jetzt mal ganz genau. Wer behauptet das Gegenteil? Ja, ich alleine. Ach so, okay. Also es ist nahezu unmöglich, dass ich das war. Matthias, du hast halt gesagt, dass du mich unten gesehen hast, obwohl ich halt nicht unten war. Das hat Leon gesagt. Matteo, sag doch einfach, wer dein Partner ist. Mein Partner ist Leon. Okay, wer ich bin's, Leute. Leon war in den Camps? Leon war mir auch schon suspekt, ja. Okay. Leon ist immer suspekt. Ich sag's euch, das ist nämlich das Meta-Gameplay. Es ist nämlich wirklich Leon. Das ist Matteo. Typisches Matteo möchte gern Meta-Gameplay. Ja, genau, weil da ist ja was, ne? Electric. Ich weiß es nicht, kann was sein. Aber ich sag, es ist Leon. Wenn der edle Eddie gleich gekillt wird, dann ist es, weil Leon. Ich versuche immer, Eddie zwischen mich und Leon zu halten jetzt. Das ist jetzt mein Plan. Ich sag's euch, der ist es. Anni, okay, die macht einen normalen Job. Anni kann man, glaube ich, wegstreichen. Oh nein! Du. Ich habe eine Leiche gefunden. Wo? Oben rechts bei Weapons. Ich kann Simon für den Kill ausschließen, würde ich sagen. Yes. Unten bei Shields. Er kam mir von links, von Richtung Comms entgegen, ist hochgelaufen und stand dann vor Navigations. Ja. Ja, genau. Und ich hab ihn gesehen und bin dann weiter hochgelaufen. Da lag dann die Leiche direkt bei dem Pew Pew. Wer war im Reaktor gerade?
Gnu, ich war im Reaktor und Gnu war zuletzt im Security. Genau, und hier habe ich mal eine Frage. Wer war denn von euch gerade auch noch in Electrical? Ich war eben in Electrical und wollte jetzt gerade Richtung Reaktor laufen, aber dann war oben rechts. Ich habe nämlich jemanden, als ich gerade mit Lara noch über dem Reaktor war, am Bildschirmrand gesehen, dass jemand gewendet ist. Das habe ich auf dem Electrical gesehen. War der blau? Genau, jemand ist von Electrical gewendet, da bin ich reingedüst und war natürlich keiner mehr da. Ich glaube, dass dieses Matteo Meta-Gameplay, der hat Leon genannt, weil er weiß, dass es Leon auch ist. Und ich glaube, ich kann nicht anders, weil Leon war vorhin auch in der Electronic, ging raus, kam dann aber wieder rein, wo ich mir gedacht habe, warum kommt der noch mal rein? Weil er gucken wollte, vielleicht, ob ich alleine bin, ich weiß es nicht. Nee, ich habe gesehen, dass Fischkoppe, warst du diese Runde? Ich wollte gucken, ob Ede dich kriegt. Ich bin über Storage dann irgendwann gelaufen, jetzt war ich zuletzt Electrical und dann bin ich Richtung Reactor gelaufen. Ich glaube ihm das. Aha, noch jemand, der nicht voreingenommen ist, was Fischkopf angeht? Müsste Gnu ihn nicht gesehen haben? Warte mal, Gnu, müsstest du Fischi nicht gesehen haben? Nee, ich war ja mit dir oben beim Reaktor. Ja, aber du bist dann runtergelaufen. Genau, ich bin dann runtergelaufen, wo ich gesehen habe, dass dieser Vent sich bewegt hat, in der Hoffnung. Ja, aber dann muss er dir noch entgegengekommen sein, oder? Nee, in der Hoffnung, dass die Person von Electrical quasi in Electrical gewendet ist und rausläuft, aber die Person ist von Electrical weggewendet. Ja, aber warst du drin in Electrical? Dann hast du Fischkopf nicht gesehen und dann musst du Fischkopf sein, ja? Entgegengekommen sein eigentlich. Nö. Aha. Also einer ist im Medical oben reingewendet von Electrical. Ich ziehe meine Aussage zurück, was Fischi angeht. Mhm. Ach, ihr Vögel immer. Und so sind wir wieder. Alleine saftiges Gnu macht mir ein bisschen... Hey! Saftiges Gnu will mich, glaube ich, umbringen. Die macht mir schon wieder Sorgen. Die kommt auch mal auf meine Liste. Zusammen mit Leon. Okay. Da ist die doch schon wieder. Mal gucken. Ah! Ich glaube der überhaupt nicht. Jetzt bin ich aber mittlerweile total unsicher. Es sind ja nur noch wenige Tasks, wir könnten es durch... Ah, shit! Alter, ich bin in Commune, in Navigation reingelaufen, wollte gerade meinen letzten zwei Tasks machen, da liegt ein blauer Leon, was mir echt leid tut, weil ich habe ihn eben noch beschuldigt. Ich dachte, Leon war es. Ja. Ich dachte wirklich auch, er wär's. Wie frisch war der Kadaver? Wie frisch war der Kadaver? Das kann ich nicht sagen, aber ich bin von Shields hochgelaufen, mir ist niemand entgegengekommen. Also er müsste über Weapons rausgelaufen sein oder gewendet oder so. Fischkopf, wo warst du? Ich war da in der Gegend, aber bin dann schneller wieder runtergelaufen nach Edmund. Zuletzt war ich bei Edmund. Ich war da in der Gegend. Du warst bei Edmund? Ich will jetzt nicht so tun, als wenn ich nicht da gewesen wäre. Aber bist du sicher bei Edmund gewesen? Ich bin jetzt gerade bei Edmund gewesen, ja. Weil ich war in der Kamera und da war niemand in Edmund reingelaufen. Warte mal. Also es ist offensichtlich. Obwohl, warte mal. Also ich war kurz nicht in der Kamera. Ich war kurz in den Kameras, da habe ich gesehen, dass Lara und Gnu aus Reaktor rausgekommen sind. Hab dann geguckt, da war nichts. Bin wieder Kameras gegangen und dann wurde reportet. Diese linke Sache von Edmund, wo man sehen kann, wo Leute drin sind. Das sind ja nicht die Kameras, ne? Die Kameras sind ja bei Security. Aber da sehe ich ja auch, wo Leute sind. Und da habe ich zuletzt reingeguckt und da habe ich keinen bei Security gesehen. Wo hast du reingeguckt? Du hast in Security reingeguckt eben. Nein, ich habe bei Admin in dieses linke Ding reingeguckt, wo Leute sind. Ach so. Ist ab Admin-Panel, ja. Also, ja, ich war in Kameras. Ich habe in Kameras gesehen, dass Gnu und Lara aus Reaktor rausgelaufen sind. Und ihr seid aus Reaktor rausgelaufen. Das würde ich nicht wissen, wenn ich nicht in Kameras drin wäre. Gnu, für wen hast du gevotet gerade? Für mich. Was? Warum? Das mache ich immer. Sie trollt wieder. Nein, das mache ich immer, das ist eine dumme Angewohnheit. Ich merke es eigentlich gerade, wie dumm es ist. Also bitte macht irgendwas und fliege ich raus. Jetzt weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Fischi oder Simon? Aber Simon kann nicht. Also dann muss es Fischi sein, dann wähle ich Fischi. Aber dann muss es Fischi sein. Das kann ja auch. Ja, ich bin's ja nicht. Okay. Was aber ist Fischi sogar auch irgendwie so Spishy? Ach, alles wir werden sehen. Hä? Hab ich euch doch gesagt? Sehr gut. Dieser miese Mörder. Oh Mann, ey.
Was war das für eine Matteo? Das war der Matteo? Schlechteste Mord ever. Ja, selbst tut mir leid. Weißt du, nach dem ersten Ding gerade, geht das jetzt weiter? Oh, oh, oh. Ja, Matteo, ich bin wenn auch Matteo zuerst stirbt, bin ich Imposter. Fisch nicht mehr Anni, ich finde dein T-Shirt übrigens okay, extrem aber der geil. Das war wirklich unter der Kamera, während zwei Leute mir zusehen dabei. Sepp. Das war absolut. Aber Matteo, lass mich doch mal hier, lass mich dich doch hier auf die Schliche Simon kommen. Simon klaut mal die Farben von der Kamera. Was denn schon wieder? Hast du gemacht, oder? Oder weiß ich sogar nicht. Ich bin kurz Pipi, AFK. Okay. Also besser, oh, ich weiß teilweise nicht, welche Farbe ich nehmen soll. Ist voll lustig, du hast immer andere Farben, ne? Ja, passt schon, passt schon. Also ich fand gelb konnte man sich bei Simon gut merken. Ja, ich versuche, ich will nicht immer dieselbe Farbe haben, weil dann erkennt man mich ja ganz schnell und so verwechselt ihr mich vielleicht mal. Ja, warte, aber das ist ein Imposter, der so denken würde, ja, Simon. Wenn ich Imposter sein bin, dann denke ich so. Na gut. Ich glaube, Eddie fehlt noch, oder? Ich finde es aber lustig, also, dass manche... Ich finde es interessant, dass manche immer so dieselbe Farbe und dieselben Klamotten anhaben. Also man weiß halt so, wer wie aussieht. Das ist ganz lustig eigentlich. Ich glaube, ich spiele seit zwei Wochen genau mit dem Outfit. Alter, ekelhaft. Gehst du nicht mal duschen oder dieses andere? Nee, ist gerade Corona, da muss man das nicht machen. Stimmt. Extra wenig waschen heißt es, genau. Aber umweltfreundlich, würde ich sagen. Also. Ah nee, die sind nackt, ja, ich weiß. Ihr seid alle nackt bei mir, das ist ganz schrecklich. Außer Dalu. Dalu ist der einzig Anständige hier. Freikörperkultur! Hast du so eine FKK-Mod? Ja, ich sehe auch Geschlechtszahl, das ist ganz komisch, wenn ich mein Spiel. Ich kann nicht diese Beta-Version ausschalten, Hilfe. Bist du ab auf was? Jetzt hat Matteo wieder seinen Hut an, okay, jetzt ist alles gut. Oh, süß. Nice. Ach Mann, ey, kennt ihr das als Imposter, wenn ihr denkt, so, ich muss jetzt einen Mord begehen, dann macht ihr einfach den schlechtesten Mord ever. Und das Herzchen schlägt immer ganz schnell. Ja, das war so super, weil ich war die ganze Zeit in den Kameras und hab gedacht, was mache ich hier eigentlich? Es passiert hier eh nichts. Die Leute laufen nur durch die Gänge und dann habe ich diesen Mord von dir gesehen. Das war so spektakulär. Danke, danke. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ja, aber du hast echt alles falsch gemacht. Erstmal kann man nicht alles von mir reinlaufen. Kann passieren, ne? Leon? Hm? Wie heißt denn du bei Twitter? Bonja Red Panda. Bonja Red Panda, okay. Oh, süß. Ist das nicht Honor? Glaube ich auch. Der wurde heute so oft verlinkt. Und wie heißt Eddie nochmal? Etienne Dogo. Ach ja, ich. Genau. Danke. Dass du das nicht weißt? Mann, ich vergesse das immer. Ja, stimmt. Ich bin doch jetzt gerade folgt sie erstmal allen. Wollen wir eigentlich los? Warten wir, oder warten wir? Ja, wir warten noch auf Fischkopf, der ist gerade pinkel. Ach, so, dann let's go. Sorry. Ist doch kein Ding. Liebe. Hä? Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche so Pseudo zu machen. Task, okay, Task. Ich gehe immer erst dann weg, wenn eine Task auch oben auf dem Balken komplettiert wurde. Tu mal so, als würde ich Security gucken. Oh, ich kann ja wirklich sogar Security gucken. Okay. Wer ist denn hier mal eine alleine? Sepp geht zu Reaktor. Okay. Ah! Ich bin in den Reaktor reingelaufen und habe nur ein Unterteil gesehen von, also Leon. Und mehr habe ich nicht. Ich war bei Security. Eddie und Lara, warum rennt ihr runter, wenn Oxygen gecallt wurde und das oben noch nicht aus ist? Weil die faul sind. Ging gar nicht los. Warte mal, O2 ging gerade los, als ich in Admin stand. Ich war gerade bei O2 und hab da eine Test gemacht. Ja. Also Eddie sieht nicht aus war, bin ich runter in Communications gelaufen. Also Eddie sieht ja, so gut ganz, aus. Ganz zum Schluss, da kamen mir zwei Leute entgegen, wir waren das. Ich war mit Matteo, ich hatte gerade Matteo und ich waren uns beide nicht sicher, ob wir uns trauen können. Ja, genau. Achso, Eddie und Matteo waren das? Okay, sorry, Lara. Wir waren bei Eddie, O2. Warum?
Oh Gott. O2 ging legit gerade erst los und ihr seid einfach runtergelaufen. Als ob ihr es so schnell gefixt habt. Nein, nein, nein. Wir dachten, wir laufen jetzt nach unten. Weil ich hab, wenn Alarm losgeht, renne ich erstmal los. Und dann fixe ich erstmal gar nichts. Dann guck ich die liegt Leute die Leiche sperren. Ganz links? Reaktor? Ja. Also für den Kill kann man ausschließen. Eddie und Blue auf jeden Fall. Leon, ja. mich, Fischi. Annie. Fischi auch. Ja, ich würde sagen, wir Simon oder was? Gesehen. Kann mir noch mal kurz einer sagen, ob die Leiche im Reaktor liegt? Nein, die liegt im Reaktor vor einer der Aufgaben. Also oben, im oberen Bereich. Okay, wer war den Camps am Ende? Ich. Und ich habe, das ist das Lustige, ich habe nämlich keinen gesehen. Ich bin da hingegangen, ich habe erst ein bisschen auf der, ich bin aber auch nicht so gut mit den Camps, aber ich habe so die Camps durchgeguckt. Machst du den Matteo? Wie bitte? Ja, ja, ich wollte es einmal probieren, ehrlich zu sein. Man kann den Reaktor reinwenden. Man kann den Reaktor von Upper Reaktor reinwenden. Ah, das muss so passiert sein, ja. Wen schließt ihr aus? Wen schließt ihr da oben rechts aus? Also Matteo war da, Eddie war da, Lara war anscheinend Lara war ein Admin, das kann ich nicht, habe ich nicht gesehen, aber Matteo und Eddie kamen mir bei Oxygen umrecht entgegen. Blue kann ich auch ausschließen. Also ja, dann mit dir. Also für mich, Blue schließe ich auch. Also ich glaube, ein Self-Report ist hier absolut realistisch, aber. Hat den keiner gesehen, wie ich bei Security stand? Ich bin doch sogar bei ein, zwei Leuten vorbeigelaufen. Ja ihn. Also. Na gut. Da muss ich ein bisschen warten. Gerne würde ich einfach hier warten, bis hier jemand kommt irgendwie. Und dann raus und niedermetzeln. Ah, da, Fischkopf. Jetzt ist die Zeit. Soll ich raus? Ich versuch's. Shit, verpasst zu spät. Und ich kann auch niemanden töten gerade. Dumm, da dumm, ich mach diesen Job. So, jetzt gehen wir zur O2. Auf dem Weg habe ich mal schnell die Lara gekillt, weil ich kann. Ich kann's. Oh, Simon, ich hatte gerade Angst vor dir. Ja, brauchst du nicht haben. Ich habe hier mit dir, haben wir die Aufgabe gemacht. So bin ich. Scheiße. Oh, also, Matteo. Du versuchst schon jetzt gerade wieder hier irgendwen um den Finger zu wickeln. Genau, ne? Wo ist die Leiche? Ja, ich? Also passt auf, es war folgendermaßen. Ich lief unten bei Electrical lang, wollte zu den Kameras. Ja. Bei Lower Engine, also bei Lower Reaktor, habe ich dann Simon gesehen und habe mir erstmal in die Hose geschissen, weil ich glaube, es ist Simon. Aber er ist einfach nur an mir vorbeigelaufen. Das ist der wichtige Part. Genau, dann bin ich an die Kameras gelaufen. An den Kameras habe ich Fischkopf gesehen und habe gesehen, wie Annie von oben kommt über Medbay. Bin dann wieder runtergelaufen und direkt vor Electrical unten habe ich Lara gefunden. Das war genau der Weg, wo Simon lang gelaufen ist. Ich bin in Electrical. Das muss ja dann muss es vielleicht. Da muss es kurz, aber nachdem ich in Electrical gegangen bin, muss das passiert sein. Eddie, ja, oder ist derjenige ist danach in Electrical gegangen. Ja, das wäre dumm. Das wäre dumm, wenn Eddie es machen würde und sich in Electrical stellt. Ja, wer hat den Alarm in Admin ausgemacht? Ja, wir waren gerade da. Ich war nämlich gerade auf dem Weg. War der noch an? Also den hat noch keiner ausgemacht. Nee, ich und Simon wollten gerade ausmachen. Und wen habt ihr noch gesehen? Simon und Gnu? Wer war in eurer Nähe? So 10 Meter, whatever, wie auch immer. Wer war denn bei der Kamera? Ich. Du hast mich wiggeln sehen. Und ja, ich glaube euch, dass ihr da wart. Ich will nur wissen, wer in eurer Nähe war. Und davor war mit mir nämlich Lara in Electrical und ich weiß leider nicht mehr, wer noch. Ich habe einen heißen Tipp und zwar Anni ist ganz am Ende zur Kamera gelaufen und nicht zu den Sachen, die man reparieren soll. Und eben hat sie aber als Doktor, Professor, hey, ich muss doch eigentlich Sachen reparieren, wenn ich das höre, gefragt, warum jemand da nicht hingelaufen ist. Also Anni, warum... Ich hatte meine Task oben links und dann erst als ich oben links war, ging der Alarm los. Also dachte ich, checke ich unten noch meine Kamera, ob da eine Leiche liegt. Ey, euch merke ich mir, weil Dano und Lara am Anfang oben links waren gelaufen und Dano alleine zurückkam. Ihr seid auf der Mann. Seit dieser Runde sind wir zusammen. Ja, also das ist doch alles. Ich verstehe. So. Dieser hinterhältige, dreckige Matteo. Wie kann er das tun? Wie kann er immer herausfinden? Das ist super scheiße. Der ist mir voll auf den Schlichen, Alter. So, wer kann ich jetzt hier nicht?
Haben wir alle schon gemacht, ne? Ich lauf mal mit Sepp rein. Vielleicht kann man einen Doppelkill machen. Jetzt brauche ich dringend ein... Wen habe ich denn gerade in der Cafeteria getroffen, wenn ich das kurz fragen darf? Simon ist es. Ah, Leute. Simon, ich nehme an, du hast mich in der Cafeteria gesehen, aber ich habe dich nicht gesehen. Das heißt... Na, ich stehe gerade in der Cafeteria. Ich bin auf jemanden zugelaufen. Ich wollte nur wissen, das wäre ja... Sind jetzt einer oder zwei Leute tot? Eddie ist tot und... Anni ist auch tot. Anni war suspekt übrigens. Du siehst das doch. Nein, weil ich weiß nicht, wie viele Leute in der Runde davor tot waren. Ach so, suspekt. Zwei. Also, Matteo, wenn ich der Imposter wäre, wärst du schon längst tot. So viel kann ich dir auf jeden Fall garantieren. Aber das Ding ist ja, ich versuche immer vor dir wegzurennen. Es ist sehr schwer, mich umzubringen. Aber ich könnte ja wenden. Die Frage ist, wer ist noch? Darf ich? Ich habe auf jeden Fall die Leiche entdeckt. Ja, ach so, ja. Und ja, ich war mit Fischi in Electrical, bin dann mit ihnen zusammen runter. Ich habe dann unten noch eine Taskmatte erst hochgelaufen. Ich weiß nicht, wo du dann lang bist. Dann wollte ich noch gucken, als der Alarm losging, ob ich in den Kameras was sehe. Und da lag dann Elder Eddie. Wo genau? Okay, das direkt kommt mir bei den gelegen. Camps. Also er wollte wahrscheinlich durch, also in dem Raum von den Camps, der wollte, glaube ich, auch durch die Camps schauen, der war da tot. Okay, ich glaube, Dalu will den Fall lösen. Ich würde gerne lösen. Ja, mach mal, Dalu. Klar. Wir sind noch in der letzten Runde, nicht in dieser. Und zwar der Kill, der unten links vor Electrical passiert ist. Ich habe mich nämlich gewundert, warum ich der Erste am O2 oben rechts war und niemand am Admin. Ganz einfach, der Kill von Electrical, der Killer ist ganz unten lang an Shields vorbei, an Navigation vorbei und hat sich neben mich an O2 gestellt. Der ist gar nicht Admin gerannt, obwohl das der smartere Weg wäre. Den Kill wird wahrscheinlich Sepp gemacht haben. Gerade als wir Electrical rauskamen, waren Fischkopf und ich nach links gelaufen und der Letzte, der hinter mir war, war Sepp. Der Letzte, der mir entgegengekommen ist, war Anni. Das heißt, die Kombination... Ja, Dalu, du warst immer dabei. Ich hätte dich auch töten können. Dalu. Nee. Dalu, okay. Nächstes Alter. Mal, wenn du redest, können wir dann die Detektivkarte hinterlegen. Ihr habt die Leute so falsch geraten. Die Leute. Hört nicht auf, Leute, Matteo. Lass dich von einem nicht einwickeln. Er ist genauso viel da gewesen wie ich. Ja, das ist super asozial. Der Matteo ist so ein dreckiger Hund. Und der Sepp hat's gut gemacht. Das war ein so schöner Doppelkill, verdammt nochmal. Das war so ein schöner Doppelkill. Dass das nicht geklappt hat, macht mich ein bisschen traurig. Weil die einfach zu gut sind. Die passen auf wie die Windhunde. Da steht der Matteo. Kill den doch mal einer! Ich hätte ihn töten sollen. Ich hätte Matteo als erstes töten sollen. Es ist immer dasselbe. Dieser dreckige, schmierige Kaktusmann Matteo mit seinem Sheriff, mit seinem selbsternannten Sheriffhut. Was willst denn du? Alter, ich fahr in dich. So, hier jetzt. Bitte, in Medbay, kann ihn mal hier. Ach, das ist gar nicht da. Okay, aber kann ihn mal bitte jemand killen? Sepp, mach Matteo klein. Wenn du mich. Ich beobachte hier Sepp. Als ihr euch fragt, was ich mache. In Mörder. Ich versuche das zu lernen, dieses Spiel. Aber er macht sich so verdächtig. Er will gesehen werden, wie er es reportet. Jetzt kommt durch den Vent. Oh, zu spät. Hoffentlich kann jetzt mal jemand hier alles zerstören. Also durch. Ah, da ist wieder einer. Tja. Guten Abend. Hallo. Fischi, oh mein Gott.
Fischi, Fischi, du hast gerade Gnu, vor meinen Augen weggemacht. In meinem Sichtfeld. Ich konnte nur noch nicht schnell reporten. Du hättest doch einfach nichts sagen können, dann hätte man wenigstens so ein bisschen noch überlegen können, aber du bist eh schon so... Matteo? Also die Sache ist, ja, Sepp? Matteo, sag du erstmal bitte was. Ja, okay, ja. Sag du erstmal. Also die Sache für mich ist, ja, easy. Wir haben ja erfolgreich Simon herausgevotet, sonst wäre es ja schon längst vorbei gewesen. Ja. Und das bedeutet, Sepp war der Einzige, der mit mir auf Simon gevotet hat. Genau. Ich hab doch auch auf Simon gewotet. Nein. Matteo und ich waren in der Runde davor. Matteo, die auf Simon gewotet haben. In der Runde davor. Fischi, wo warst du gerade eben? Lass mich mal überlegen, ich weiß gerade selber nicht. Guck mal, ja, weiß es nicht mal. Nee, warte, pass auf. Ich war in Admin, hab da Admin-Shit gemacht, dann waren Türen zu von Cafeteria, und in Richtung Storage. Dann ist da irgendwer runtergelaufen und die Türen aufgemacht, da wollte ich gucken, wer das ist. Bin dann zu Communication, weil da vorher Sepp war. Der war aber weg und dann habe ich da meine Task gemacht und dann wurde reported. Mhm. Du hast deine Task bei Communication gemacht? Nein, da war Sepp vorher und hat seine Task gefaked. Ich habe meine letzte Task, die ich gemacht habe, war... Wo warst denn du jetzt am Ende? Mhm. Jetzt am Ende war ich bei Communication... Warte mal, habe ich diese Task gemacht? Also die Leiche liegt bei Communication, ne? Was? Die liegt über den Shield bei Communication. Jetzt, du musst Ziel. Mir jetzt beschreib mir mal den genau, weil ich Fischi, ich werde dich voten, aber du kannst jetzt noch versuchen rauszukommen. Ja, aber wieso? Ich hab doch gerade gesagt, was ich gemacht habe, Diggi. Ach, Matteo! Ich habe mich vervotet. Yes. Was soll das? Dieser verdammte Matteo! Oh mein Gott, ey. Matteo, wie oft willst du die Show noch abziehen? Ich will nicht boxen, Mann, wirklich! Ja, wie funktioniert jeder? Mann, Matteo! Hör mal auf jetzt! Ich hab doch selbst schon gecallt, ey. Oh. Matteo wusste das auch die ganze Zeit. Das ist ein Signature-Move. Das ist ein Troll. Das ist mein Signature-Move. Ja, blöd zu tun. Mann, ja. Mann, schöne Runde. Mann, wir haben beide Simon gewotet. Wenn du nächstes Mal redest, mach ich das ja. Ja, ich hab die auch, aber die hat leider nur meinen Stream. Ach Mann, echt? Das ist so geil, weil es sich dann die ganze Zeit Detektiv Conan, wenn du redest. Also Sepp, dass du direkt Simon gewotet hast, war echt 200 IQ, aber ich dachte dann, Das hat er sehr gut gemacht, da war ich stolz auf ihn. Mein Problem war, ich hab Dalu als erstes von euch weggemacht. Das war ein Problem, weil Dalu war mein Bauernfänger und danach habe ich die Leiche bekämpft und hatte einfach Glück, dass das Gnu zum Cockpit abgebogen ist und nicht runter zu Dalus Leiche. Ja, also, Fischi ist zweimal an der Leiche vorbei, ganz knapp. Da hast du auch gut. Ja, da hab ich auch hingegen geroamt. Ich hab echt deine Leiche verteidigt, Dalu, damit keiner dich reportet. Oh, weil ich wäre so am Arsch gewesen. Ey, Sepp, aber das war ein richtig schöner Doppelkill, den wir da gemacht haben, ne? Ja, der das war fand nicht schlecht. Ich auch. In Security genau die Chance genutzt. Das war genau richtig, aber irgendwie hat sich doch einer noch dahin verirrt, leider. Das war eine Frechheit. Da wenden Fischi, wir so schön rein. Beide weg und dann... Ich war abgelenkt. Ich muss aber sagen, Fischi, immer wenn du versuchst, dich zu verteidigen, da denke ich immer, du bist es. Also, ich hätte ihn safe gevotet. Diesmal war es safe nicht. Ach, echt? Also das Ding war, ich habe vorhin in Camps noch gesehen, dass Sepp von der Leiche so mehr oder weniger weggelaufen ist und dadurch war es dann für mich klar. Aber eigentlich hätte ich Fisch gewotet, weil Sepp ja auf Simon gewotet hat und dadurch war es für mich eigentlich klar, dass Sepp auf meiner Seite ist. Ja. Also war schon sehr, sehr knapp, die Runde. Die war wirklich sehr, sehr knapp. Ich habe von Anfang an gesagt, dass Simon ist. Daten? Aber Simon, wieso hast du meine Leiche am Anfang reported und dich selber in die Scheiße geritten? Na, also es war so. Ich habe erst nicht gerafft, dass du der Imposter bist und wollte dich killen über die Kamera. Und dann bin ich da hingegangen und habe die Leiche gesehen und dachte, okay, das ist eigentlich ein guter Moment. Ich bin hier reingekommen, ich sehe die Leiche. Reporte ich das mal wie ein anständiges Crewmitglied. Ja, wenn ich jetzt rausgehe und jemand anderes, das wäre ja noch dümmer gewesen. Okay, weil es war ja keiner da, es hätte keiner diese Leiche gefunden, wir hätten einfach weggehen können. Das weiß ich doch nicht, das habe ich ja nicht gesehen. Ja, alles gut. Aber ich fand, das war eigentlich ganz okay. Aber nächstes Mal. Das war wirklich gut, weil es ging ja bis zum Ende. Es war ja ein Wort, der nur dann ganz am Ende entschieden hat. Wir waren ja nur noch drei Stück. Eine Person vor allen Dingen, die entschieden hat, Matteo. Ja, aber die Kacke, das Matteo, und ich habe schon wieder gemerkt, du bist gegen mich. Also,
Naja, wenn du ein Hater bist, dann... So, ich bin wieder da, wollt ihr schon starten? Ja, starten. Gerne starten, ja. Yeah. Der Tanga bei Lara, ne? Das ist Hallo! Oh Mann. Oh toll, ich bring euch alle um. Ach, okay, endlich. Alter, was habe ich denn hier für unklar verteilte Aufgaben? Das war schöner als Imposter. Heute hat's mal geklappt. Ich würde gern nochmal sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Start. Ach, ich muss gar nichts machen. So, Fischkopf steht neben mir. Er scheint aber auch die Tasks zu machen. Das sieht gut aus. Zeit. Fischkopf und Gnu, ich würde mich freuen, wenn ihr die Leichen, wenn ihr sie sehen, reporten würdet. Was? Wo? Ihr habt die halt wahrscheinlich weggetreten. Die liegen genau wegkleben heute. Was? Wo denn? Im Atmenraum über dem Tisch. Das ist ja, ja schon sehr verdächtig. Ich bin noch gar nicht im Atmenraum drin. Im Moment steht ihr da nicht am Upload? Ich bin gerade am Rand. Nee, ich mach gerade die Kabel. Lass mich doch erstmal in den Raum ankommen. Ich bin auch nicht reingerannt. Wann hast du denn die Leiche gesehen? Wenn du ich hab keine gesehen. Also, ihr steht doch da oben an dem Upload oder an den Kabel. Im Admin oben links. Warte mal. Du hast die Leiche im Admin gesehen. Ja. Und du wirfst uns aber nicht vor, dass wir sie gekillt haben, sondern du sagst einfach nur, reportet doch mal die Leiche. Ja, ich glaube, es ist ein ziemlich dreister Kill, wenn ihr beide da steht und an der Tasche. Nö, ich habe meinen Upload gemacht, bin dann im Raum. Das Erste, was man da macht, ist, dass halt jemand noch bei euch im Raum war, den Kill gemacht hat und rausgegangen ist. Weil ihr das Taskfenster offen hat. Oder einer von euch hat den gekillt und sich bei dem anderen dazugestellt. Aber das ist halt die dreiste Variante. Oder gewendet. Oh, das war jemand im Raum. Also ich unterstelle nicht beiden Leuten den Mord gemacht zusammen haben. Reingelaufen Okay, ich habe kurz eine Frage. Ich bin mit Anni, Lara und Etienne rumgelaufen. Wo warst du jetzt ganz am Ende, Sepp? Ich war aber auch da. Ich war jetzt gerade oben, was ist das, Upper Engine und bin gerade Security und mach da und Kabel. Davor, wo kamst du her? Von der Cafeteria. Und davor? Genau, da habe ich auch Kabel gemacht. Und davor? Und davor war ich Richtung Weapons. Also ich bin einmal oben rumgegangen. Also ich war in den Kameras. Ich habe gesehen, dass saftiges Knu wirklich deine Task gemacht hat und sie hat den Mord wirklich nicht begangen. Sie ist nicht weiter in den Raum reingelaufen. Das kann ich bestätigen. Niemand in Dalu? Ja, weil Dalu so ein Kill kann sein. Also Dalu ist mir auffällig oft hinterhergelaufen. Ich fand das ein bisschen aufdringlich, ehrlich gesagt schon. Es tut mir leid, dass ich es wieder sagen muss, aber selbst wieder verdächtig, weil er war in der Cafeteria und ist davon weggelaufen. Ich glaube, er ist rausgewendet aus Admin. Und Stichy lief mit Dalu rum, ich hab's gesehen. Ja, also ihr lief zusammen rein bei Admin. Ich bin doch nur bei Gnu rein. Ich hab Dalu jetzt nicht gesehen. Aber du liefst doch auch rechts runter, oder nicht? Also für mich ist jetzt schon klar, das nächste Mal, wenn ich spiele und Imposter bin, ist Matteo sowas von safe der Erste, der das Messer reinkriegt. Das ist ja unfassbar, wie der jedes Mal sich hier auf Sherlock Holmes Spuren begibt. Kaum zu glauben. Macht mich fast, obwohl ich auf seiner Seite bin, fast ein bisschen aggressiv. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, hier. Okay. Sepp, Dalukat, Matteo. Ah, was? Wer hat denn dazu gemacht? Das hat doch eine. Sepp, Matteo, Dalukat. Ihr kommt alle auf die Liste. Da wollte nämlich einer uns killen, hat dann gemerkt, zu viele
der Cooldown. Ach, du miese Sch... Ja, hallo, ich bin gerade rechts rumgelaufen. Mein Spiel ist abgestürzt. Schade, Lara. Oh. Ich bin rechts rumgelaufen, über Weapons, in die Cafeteria. Das Licht ging aus. Ich wollte oben links meine Task machen in der Cafeteria. Und da lag Eddie. Ich möchte was sagen. Und zwar war ich eben mit Dalukat, Matteo und Sepp in Electronic. Ich war auch da. Jemand, du warst auch da. Jemand hat auf jeden Fall die Tür zugemacht. Und dann hat er aber wohl gemerkt, also ich glaube, es war einer von den Leuten in Electronic. Weil er hat gemerkt, oh, zu viele, hier kann ich keinen killen. Und dann ist nichts passiert. Also Dalu, Matteo und Sepp. Mhm. Ja, ja, ja. Also das glaube ich auch, dass auch einer von... Wenn man dann, oder aber das, wobei, wenn zwei wären, dann... Wir waren vier. Ja. Nee, wir waren mehr sogar, glaube ich. Vier sogar? Fünf? Es waren richtig viele Leute da drin. Lara war auch sonst da. Hätte man ja, sonst hätten ja 2-2 machen können, quasi. Aber ich verstehe nicht, warum man die Tür zumachen sollte, wenn man nicht killen möchte. Ja, weil, um sich ein Alibi zu bauen, so im Sinne von, oh, die Tür ist zu, es gab keinen Kill, ich war das nicht, so mäßig. Okay. Also das ist auch möglich. Ich weiß es nicht genau. Man also kann sich auch schon von außen zumachen, aber es war schon komisch. Ja. Ja, genau. Also es muss schon jemand sein, der weiß, dass da gerade viele Leute drin sind. Also ich würde Simon dazu stimmen, dass einer der Mörder unter diesen Personen sind. Aber es Matteo sind halt viele, war's. Ne? Ich war's nicht. Okay. Ich glaube, ich war auch am Anfang von Licht weggelaufen, als es aus war. Ich bin zum Licht hingelaufen und habe dann unten im Gang gewartet, bis noch mehr Leute kommen, damit ich nicht alleine reinlaufe. Weil ich glaube nach wie vor, dass es Sepp ist und deswegen wollte ich nicht alleine da reinlaufen. Und ich habe dann gewartet, bis Dalu und ich glaube Gnu mitgelaufen sind und dann bin ich jetzt ans Licht gelaufen. Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe immer nur Schutz gesucht. Ich hasse Electrical, da bist du immer umgebracht. Na gut, wir waren ja 6 Leute, also das war ja eigentlich... War Leon eben schon tot? Ja, ne? Nein. Oder? War der nicht letzte? Der war der erste tot. Der war der erste tot, stimmt. Da wurde ich ja verdächtigt. Also, ich bleib dabei. Die große Frage ist, ist es Matteo oder Sepp oder Dalukat? Einer von denen ist es meiner Ansicht nach zu 100%. Und ich bin zu 70%, liege ich immer richtig, also 70% Wahrscheinlichkeit. Das hätte doch wirklich jeder auch anders machen können, die Kabel hier. Ah, 1, 2, 3. Nein, das sind nämlich beide. Ich traue denen nämlich überhaupt nicht. Ich traue euch nur so weit, wie ich rennen kann. So, jetzt gehe ich mal in Security und guck mir mal die Kameras an. Ich glaube nämlich, dass Matteo und Gnu noch leben. Fuck, Matteo ist tot. Okay, dadurch, dass ich jetzt kein Backup mehr bekommen will, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Sepp Imposter mich gerade killen wollte. Martin. Nein, der war aber... Warum? Gerade ist Anfang der Runde. 10 Sekunden. 10 Sekunden, ich nachdem die Runde losging. Also ja, ich habe dich einfach nur verfolgt. Ich hätte mich richtig krass umbringen können. Ja, ohne Scheiß. Sie stand einfach Oxygen, ich bin mit ihr Oxygen gegangen. Wir haben Oxygen zusammen gemacht. Ich stand, ich war doch Oxygen. Ich stand am Admin-Raum an der Admin-Karte. Ach so, meine oberen, ja. Sepp kommt rein, Anfang der Runde. Ich renne instant raus, er rennt mir instant hinterher. Also warum bist du überhaupt in Admin reingerannt, wenn du nichts in Admin tun wolltest? Nein, ich bin dir doch von Anfang an hinterher gerannt. Ich bin doch dir hinterher gerannt von Anfang an. Mit welcher Absicht denn? Ja, einfach mit dir zusammen rumlaufen, weil ich fast fertig bin. Und weil du weißt, dass ich safe bin? Fast fertig. Weil ich weiß, dass du safe bist, ja, Dalu. Warum? Ich war mit bei den 3 Verdächtigen in Electric, die Tür zugemacht haben sollen. Im Gegensatz zu Matteo glaube ich nicht, dass in diesem Raum ein Imposter war. Entweder 2, aber das macht keinen Sinn, weil wir 4 waren. Wenn es 2 sind, dann machen meistens 2 Leute 2 weg. Aber ich habe noch nicht erlebt, dass da ein Imposter-Bios mit 3 Leuten einsperrt. Ich würde gerne, dass die anderen das Wort übernehmen, weil mein Vote ist am Ende klar für selbst. Ich würde gerne wissen, was Gnu, Fischi, Anni und Simon sagen. Aber das verstehe ich nicht. Wo hast du die Leiche gefunden?
gar nicht. Ich habe Emergency gedrückt. Also. Warum? Okay. Warum? Weil ich euch sagen wollte, wer im Bruch ist. Nicht um die Leiche verschwinden zu lassen, ja? Also bist du die Zweite? Ist das der Trick? Nein. Ist das der Trick, Anni? Also nein, Dalu, wir waren schon ein paar Mal zusammen im Poster, dann hast du gerne diesen Move gemacht. Ja, und du weißt, dass ich es jetzt nicht machen würde, wenn wir nicht zusammen im Poster sind. Also jetzt lenkt ihr bitte nicht ab. Kann mal irgendwer sagen, wen ihr voten wollt? Weil für mich ich würde Sepp voten und Dalu. Das sind die zwei. Es gibt für mich. Ich weiß es nicht. Und Gnu ist es auch, weil sie erstens sich irgendwie zusammengetan haben und zweitens sie jetzt auch noch gesagt hat, ich kann irgendwie nicht voten und jetzt nicht für Sepp voten. Ja, weil Sepp mich zweimal hätte umbringen können. Okay. Und Dalu muss am Anfang schon die ganze Zeit entschuldigen. Das kann natürlich jetzt auch falsch sein, aber ich habe gerade eben, Sepp war komisch, Dalu war komisch, die haben mir Angst gemacht, die sind mir komisch hinterhergelaufen, jetzt mal läuft mir schon wieder einer her, der hellblaue, ich weiß gar nicht, wer das ist, mal gucken, ob ich gleich tot bin. Was zum Teufel? Okay. Krass, also Fischkopf ist safe. Der hat nämlich gerade die Mission für mich gemacht. Fischkopf ist safe. Das ist ja interessant. Okay, dann gehe ich mal in Security und guck mal, wer hier mordet. Okay, Dalu, Gnu, Fischkopf. Ihr seht ja, was ich sehe. Da läuft der Dalu auf der Suche nach potenziellen Opfern? Fragezeichen. Kann man hier auch umklicken? Nein, ne? Was ist denn jetzt schon wieder? Ständig muss man hier irgendwas reparieren. Alter, wie komme ich denn da hin? Okay, ich bin falsch gelaufen. Oh Mann, ey. Na gut, immerhin hat es jemand gemacht. Dummerweise bin ich jetzt von meinem großen Spionagetrip wieder zurück. Diese unfassbare Hinterhältigkeit! Da war es jemand, von dem man überhaupt nicht erwartet hat, dass das ist. Die verdammte Anni. Okay, jetzt gucken wir mal, was die anderen machen hier. Gnu, Matteo, da sind sie alle. Anni ist es. Gott verdammt nochmal, ich glaub's ja nicht. Und wer ist der Zweite? Schade. Schön gespielt. Schade, Taskwin. Schade. Das war knapp. Das war, ich hab die vertreten. War Gnu? War es Gnu oder Anni? Anni. Ich hatte drei Sekunden. Am Ende noch, es war Gnu. Ja, ich hatte drei Sekunden auf den Kill-Timer von Dalu und hab dann gemerkt, der ist noch nicht fertig. Und Dalu. Im Admin oder was? Ja, natürlich. Also, das war so eindeutig. Boah, mir war auch klar. Ich hab mich gewundert, dass du nicht früher zum Schalter gerannt bist. Ich wollte zum Button gehen, ich hab die Klappe schon hochgeklappt und dann ging Alarm an. Ach so, okay. Okay. Du hast, oh Mann, ey, das war so ein Missplay. Ja. Boah, ich habe so taube Hände bekommen vom Imposter-Sein. Anni, warum hast du den Alarm ausgemacht? Fischi, ich habe eben bei dir zugeguckt und du hast halt gesagt, warum steht Gnu da so rum, warum macht sie nichts? Sie hat sich extra vor die Kameras gestellt, um dir zu sagen, dass sie unschuldig ist. Anni, warum hast du den Alarm ausgemacht in Admin? Hattest du Cooldown? Der versteht meine Körpersprache nicht. In Admin O2, den hast du noch ausgemacht. Ja, den hab ich ausgemacht. Ja, das war dumm, ne? 5 Sekunden oder so und ich bin der Einzige gewesen. Ja, das war voll das Missplay. Ich hab echt extra gewartet und ich war so, noch 5 Sekunden, scheiß, wenn ich den nicht ausmache, dann weiß es Dalu. Ich bin sicherer, dass es Gnu ist. Mann. Ja. Trotzdem spannend. Da dachte ich nie drauf. Ich denke nie dran, dass man mit O2 gewinnen kann. Irgendwie ist das nicht in meinem Kopf. Boah, das war knapp. Selbst, es tut mir so leid, ich will dich gar nicht auf dem Kieker haben, aber du hast das Messer schon rausgeholt, als ich da stand. Ich bin aber sowas mit zwei Säbeln in der Hand hinterhergerannt. Weil ich wusste, ich muss dich jetzt hier um die Ecke bringen, ja? Und dann hat aber mein Timer gesagt, nee, Säbel, nee, das sind eigentlich nur Lauchzwiebeln, also nee. Oh Mann, nee. Ach. Und Gnu skippt auch noch bei 6. So, scheiße, Gnu. Okay, wollen wir direkt die nächste Runde starten? Ja. Ja. Let's go. Ich hab. Sepp, sorry, aber du warst für mich verdächtig. Ich muss das sagen. Ist okay. Okay.
den Hall. Mann, das ist gar nicht so leicht, hier jemanden zu... What? Oh shit, was ist da los? Ich wollte gerade sagen, Leon, warum reportest du nicht? Du musst die Leiche doch sehen. Doch, doch, ich hab's gesehen. Also, die Leiche liegt rechts oben bei Oxygen, also im Gang, in diesem T-Stück von Weapons runter und links zu Oxygen. Okay. Und ich dachte, in der Runde wäre Starlo gewesen. Ich war mir so sicher. Und Lara, warum weißt du, dass die Leiche da liegt? Weil ich Camps nach... Hier. Ja, genau. Ich hab's auf den Camps gesehen. Also, ich weiß... Hast du gesehen, wer ihn getötet hat? Darf ich was sagen? Ich war bei Weapons und hab einen Bildschirm gehabt. Und ich habe Edler Eddy unten links in der Ecke von O2 über Weapons in die Cafeteria laufen sehen. Das war aber ungefähr 20 Sekunden bevor jetzt hier was... Ja, also ich musste über die gesamte Map laufen, um dahin zu kommen. Hast du denn gesehen, Eddie, wo kamst du denn her? Ich kam von Shields hoch zu Weapons und dann bin ich zu Admin. Also das bedeutet, wenn... Aber Eddie, du warum? Warst doch schon mal... Genau, warum? Wie warum? Weil ich Tests mache. Ja, aber du warst schon mal Navigation und du warst schon mal Weapons. Ich war am Anfang bist du mit uns. Du warst am Anfang. Schon Admin. Ja, genau, aber du bist ja schon mal den äußeren Weg gegangen. Also warum musstest du wieder zurück? Ich glaube, ihr überschätzt ein bisschen, wie gut ich schon hier meine Laufwege kenne, Leute. Du läufst doch nicht an einem Task vorbei. Nach jeder Task gucke ich auf die Map und gucke, wo ein Ausrufezeichen ist und dann gehe ich dahin. Okay, aber dann gehst du doch nicht zu dem, was am weitesten weg ist, oder? Kurze Frage, Lara. Lara, du hast also gesehen, dass Eddie die Admin die Karte gemacht hat, oder was? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe ihn irgendwie da im Admin-Bereich gesehen, aber ich... Hast du Dalo die Runde gesehen? Ich habe Matteo in Admin gesehen. Etienne, hast du Dalo die Runde gesehen? Dalo? In Admin? Nee, einfach halt meinst du. Ja, irgendwann bestimmt mal. Also, das macht mich ziemlich erschöpft, denn du hast Dalo geköpft. Ja, also ich hab mich entschieden. Was? Was, seid ihr bescheuert, Leute? Scheiße, jetzt skippen sollen, Leute. Wieso denn skippen? Ich hab's in den Camps gesehen, er war's. Noch voll unsicher, oder nicht? Nee, also, ich hab's gar nicht sicher, war das... Okay, wieso sagst du es jetzt erst? Es hat ja super geklappt. So eine Scheiße. Mal O2 machen. Aha, Lara und saftiges Gnu haben gerade so getan, wahrscheinlich nur. Nee, ich weiß es nicht, wer am Ende. Aber einer von denen hat, glaube ich, nur so getan. Würde ich jetzt mal behaupten. So, und wenn ich damit durch bin, werde ich mir mal diese Kameras angucken, von denen immer alle sprechen.
Lara, Sepp, Fischkorb, Anni, Matteo, Sepp, Anni und Fischkorb. Da laufen sie wieder rum. Das Gnu, der Sepp. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ist ein bisschen doof, dass ich hier nur die Gänge habe. Ich würde schon gerne mehr sehen. Aber dann wäre es ja auch unfair, ne? So, Sepp, was macht Sepp da? Warum läuft der Sepp da so komisch rum? Was macht Sepp? Warum läuft er da vor meiner Kamera so rum? So, ich gehe jetzt mal raus. Oh Mann, und ich wollte Leon gerade fragen. Na toll. Sag mal, Sepp, warum standst du gerade die ganze Zeit in dieser X-Kreuzung rum? Weil ich der Köder war. Du warst der Köder? Für wen? Ja, für einen Imposter. Und mit wem hast du da zusammengearbeitet? mit euch. Ja, aber wir wissen doch gar nichts davon. Ihr guckt doch in der Kamera. Köder. Ah, wäre jetzt getötet worden, hätten wir es in der Kamera gesehen. Und wir konnten ihn halt jetzt ausschließen, dass er halt keinen Kill gemacht hat. Heißt, Sepp muss safe sein, wenn das wirklich der Poster raus ist. Sepp, ganz kurz, erklärst du mir, warum du vom Licht weggelaufen bist, als es ausging? Ich bin nicht weggelaufen, ich bin die ganze Zeit an der Kreuzung stehen geblieben. Doch, das habe ich mich auch gefragt. Du bist einfach sofort abgebogen woanders. Genau. Also ich muss jetzt sagen, ich bin geschockt, dass ihr den Eddie so schnell rausgewortet habt, weil ich fand einmal ganz kurz, da war ich Electrical. Okay, gut, dann war es gut. Also ich meine, Entschuldigung, aber ich habe ihn echt gesehen, wie er da weggegangen ist. Warum wusste ich nicht? Dann ist es okay. Am Anfang einmal bei Electrical, da hatte ich Angst, dass mich jemand umbringt und Sepp kam zweimal hoch und hat geschaut, wo ich dachte so, überlegt er jetzt mich umzubringen und dann kam irgendeiner. Du standest eine halbe Stunde an der Quest, ne? Also das war schon komisch. Geguckt, ob du weggewendet bist. Nee, ich habe extra nichts gemacht, weil ich wusste, dass mich hier einer wegsnackt, weil Electrical ist immer. Also alleine bleibst du da stehen und wartest, dass sich einer wegsnackt. Genau, das hast du doch auch gemacht, Sepp. Nee, da waren vier Leute in dem Raum. Sie war alleine in dem Raum. Genau, und dann kamst du hoch, hast gepiekt, dann bist du wieder weg, dann kam noch jemand, hat eine Task gemacht, habe ich meine Task fertig, bin ich an die nächste und dann bist du wieder hoch. Da dachte ich mir so, hat er jetzt einen Kill? Ja. Warum wolltest du denn die Runde davor skippen? Weil nur einer tot war und ich fand es ein bisschen... Also so eindeutig, also für mich war es eindeutig, aber für alle war es nicht eindeutig. Für mich war es nicht unbedingt eindeutig. Anni kann es nicht gewesen sein, Anni kann es nicht sein. Ich bin auch bald fertig mit Tasks. Also die ganze Zeit mit mir Tasks macht. Also Anni und Sepp sind safe, oder was? Nee. Sepp ist die ganze Zeit mit mir unterwegs gewesen. Aktuell ist niemand safe. Die einzige Person, die safe war, war Leon, weil er hat den Kill gesehen und hat dann auch rausgemotet. Wer war's? Mann, genau jetzt bricht die Kommunikation ab. Dann bleibt mir nichts anderes übrig. Oh, hier habe ich ja noch Aufgaben. Wie sie alle Lara hinterherlaufen. Ich glaube, die kontrollieren sich alle gegenseitig. Das machen die schon. Da braucht niemand noch ein weiteres Augenpaar. Lieber ein bisschen das Laub absaugen. So, jemand ist auch schon wieder am Rumscannen. So, das mache ich jetzt mal auch hier mit dem sich opfern. Hol mich doch. Ich bin lecker. Ich schmecke nach... Wonach schmecke ich eigentlich? Das gilt es herauszufinden. Schalten Sie auch wieder ein. In der nächsten Folge. Simon probiert sich selbst. Simon schmeckt's. Die nächste Folge von Simon schmeckt's. Ja, der will keiner. Das ist langweilig. Was denn jetzt? Wieso haben wir jetzt gewonnen? Sie ist wieder neben mir gewendet. Task und fertig. Nee, da mache ich einmal ein kleines Mörtchen und dann werde ich hier gleich von allen beschimpft. Es tut mir leid, Ede, das war wirklich, du hast so ein Pech. Du bist in der... Simon, du echt, du bist eine winzige Ecke, habe ich gesehen. Hängst du da an der scheiß Kamera oder was? Es tut mir leid, ich war eine Quest. Zum Thema Wenden. Also, wenn ich jetzt in dem Wend drin bin und ich möchte in einen anderen Raum, muss ich dann die Pfeiltasten drücken oder WASD? Die Pfeiltasten. Alter, du bist ausgewendet neben mir. Oh.
Ich probiere mich gerade aus. Ich dachte so, okay, willst du mich wieder testen, damit ich dich wieder reporte? Und dann ich dachte mir, bei dir kann ich es verkacken, weil jetzt ist es egal. Du bist so ein Troll, Alter. Das war jetzt echt ein Versuch. Und ich dachte so, okay, killst du mich jetzt? Was ist das? Das Dumme ist, dass ich immer... Wer fehlt noch? Wollen wir irgendwann eigentlich noch die Map wechseln? Weil ich glaube, ja, bitte. Ist sehr schwer. Wenn ich im Posto bin, dann sterben immer meine Posto. Ja, Matteo, ich weiß, das ist eine Map. Nee, wir können gerne die Map wechseln. Können wir gerne machen, ja. Wir müssen dann nur wirklich... Ich werde aber auch bald rausgehen. Also, wenn, habt ihr noch jemanden in der Pipeline? Tinker, ja, was, ne? Wieso? Nein. Oh, lol. Oh, Fischi. Ja, komm schon, genau, wir wechseln mal kurz die Map, ja. Neue Map. Fischi, wir verdächtigen dich auch nie wieder. Also, ich finde mittlerweile, die erste Map ist als Imposter echt schwer. Fischi, du darfst doch jemanden killen, ja, neben uns. Vor allem alleine. Nein. Quatsch. Aber wie ihr dann gesagt habt, da bist du doch schon mal langgelaufen, das leuchtet mir nicht ein. Ihr lauft doch auch mehrere Wege mehrmals lang. Aber nicht direkt am Anfang. Du hast quasi gesagt, du hast die Quest gerade gemacht, bist nach unten gelaufen und direkt wieder nach oben halt. Ara, so. Tut mir leid. Ja, okay, das war das erste Mal. Es war einfach ein bisschen Pech. Wurde geleakt gerade? Naja, Lara hatte wieder in den Twitch-Chat gepostet. Okay, nochmal bitte die Lobby wechseln, sorry. Oh, Lara postet den immer in den Chat anstatt ihn gehen. Aber warum? Ja. Nein, genau. Ich aber wie ist es denn passiert? Ich habe die Szene nicht gewechselt, als ich den Code gerade eingegeben habe. Aber da kannst du doch auch was davon machen. Nee, der Balken ist nur so groß, dass er den Code während des Spiels überdeckt. Nicht das Problem kenne ich. Weil der Lobby ist ja viel größer, deswegen ist dein komisches Gesicht auch viel zu groß in deinem Stream, Arthur. Das Gesicht ist mega gut. Aber das wollen die Leute doch sehen, Lara. Also möchten die Leute dein Gesicht nicht groß sehen? Nein, er hat so ein Emote von sich, so ein creepy Fischkopf, hat er da so hingemacht über den Code. Du kannst ja deinen Fuß dahin machen oder so, dann schalten da bestimmt ganz viele Leute auch in deinen Stream. Ja, dann werde ich gebannt, ey. Okay, wir sind 9 von 10, wer fehlt noch? Ja! Ich muss erstmal die Szene wechseln. Lara muss erstmal in den Chat. Okay, also Lara liegt erst und dann. Okay, ja, alles klar. Simon! Ja? 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 Oh. Was ist denn die Farbe? Welche Farbe soll ich denn nehmen? Einfach rosa? Ich nehm gelb, ich nehm orange. Aber ich war doch gerade gelb. Okay. Ja, ich war gerade gelb. Jetzt habe ich meinen Tanga wieder. So, jetzt ist alles gut, wir können starten. Tanga? Ach, das ist ein... Okay. Das ist ein Tanga? Ich würde sagen... An, guck mal. Ach, was? Da wir jetzt eine neue Map spielen, fragt man nicht so ultra speziell nach Tars. Da damit es ein bisschen fairer ist für die alle Leute, die ihre Tangas. Und ich bin wieder mal nur Bauernopfer. Na gut. Damit kann ich leben. Zack, Bums... Oh Gott, das ging schnell. Also, um was ganz Wichtiges zu klären, ist es jetzt echt ein Tanga? Ich dachte, es wäre eine Mundmaske. Aber da er orange ist und wenn ich meine Farbe auch orange mache, sieht es aus wie ein Tanga. Warte mal, hey. Jetzt ist es Clou, weil sie die Redezeit wegmacht oder was? Wo ist denn Leon? Was ist denn das für eine dumme Entschuldigung. Mir ist aufgefallen. Ja, wir waren im Dropship, ich bin runtergelaufen. Selbst stand rechts neben dem Tank an dieser Node. Ich bin mit Dalo Richtung Lab gelaufen, dann ging Licht aus. Dalo und ich sind Richtung nach links gelaufen. Und dann auf dem Weg lag er dann da irgendwo. Also zwischen Lab und Electrical mitten im Gang, also mitten auf dem Weg. Lag Leon. Also bei so einem schnellen Kill, das tut mir leid, Dalo, aber das spricht immer für dich. Aber wenn Anni sagt, dass sie bei dir waren, dann weiß ich halt nicht genau. Dalo habe ich aber auch gesehen. Dalo ist mit mir und also bei Anni kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern, aber sie war bestimmt auch da, weil es waren viele da, aber Dalo war auf jeden Fall mit. Matteo, wo warst du denn? Ich denke mir gerade schnell was aus. Links. Wer war Anni, wer war mit Matteo. Uns, die, wer waren die Letzten im Dropship? Gnu? Oh, keine Ahnung, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ey. Ich meine, Leon stand erstmal AFK rum, glaube ich. Der stand einfach nur rum. Und ich weiß nicht, ob Matteo auch noch da war. Ich habe die Zäpfchenaufgabe gemacht. Aber er lag ja nicht im Dropship, er lag ja quasi unten, wenn man quasi auf dem Dropship runterläuft und dann basically unten steht. Das Ding ist, Dalu, so ein Lights-Out-Kill, so ja, am Anfang direkt Licht ausmachen, ist schon dein Style. Ja, das ist auch nice. Aber wenn du gesagt hast, du hast die Leiche beim nach links rüberrennen gesehen, du hast ja gesehen, dass ich hinter dir hergelaufen bin. Ja, das stimmt. Ja, Dalu war bei uns rechts. Also den können wir ihm nicht anhängen. Das Licht ausmachen vielleicht, aber nicht den Kill. Mhm.
Ja, keine Ahnung. Hat noch irgendwer was gesehen? Kann noch irgendwer irgendwen safen für den Kill? Ich hab niemanden gesehen. Kann ich safen. Der macht oben rechts Planeten irgendwas. Okay, du kannst ihn also was mit ihm da, ja? Ja. Kannst du den Map nochmal posten, bitte? Oh ja, warte. Es steht aber im Chat drin. Warte, ich mach mal. Ich weiß aber sehr weit oben. Ja, jetzt. Eine. Und ich drück den Play-Button und was ist das? Und jetzt? Ah! Was? Das ist hier auch extrem. Bei Dalu habe ich jetzt ein bisschen Angst, aber der wollte ja rein. Die ganze Zeit nicht? Nee, nur bei dem Einsatz gerade. Der edle Eddie, okay. Den Mohawk merke ich mir. Aha, Lara, Anni. Wenn ich jetzt bitte nicht. Lass nicht Anni sein. Diese Sch. Das ist ein guter Ort, um jemanden umzubringen. Muss man schon sagen. Habe ich immer Angst bei sowas. Ach hier. Mann, das ist aber auch gar nicht so einfach. Hä? Was? Oh! Oh Gott. Ich habe die Leiche gefunden und auf dem Weg leider ist mir niemand begegnet. Ja, das ist. Ich sehe die Karte nur ganz klein. Ich hatte die Regie schon gebeten, es mal größer zu machen im Office. Ich glaube Office. In dem Bereich jedenfalls. Ich habe dich gerade reingehen sehen zu den Lifeline-Monitoren. Also Lifeline, ja. Ich bin unscheiße bei der Karte noch nicht so gut. Lifeline. Jetzt also das ist grad, ich wollte zum Specimen Room, das auf jeden Fall. Und ich war im Labor. Fischkopf war im Specimen Room und ist danach durch Admin gelaufen. Fischkopf, wo bist du rausgerannt? Ich bin aus dem Decontamination-Ding unten rechts rausgelaufen. Das weiß man genau. Über Admin-Office und dann nach links unten. Da habe ich eine Task irgendwie draußen irgendwo. Wann hast du das gemacht? Gerade eben. Zuletzt war dann, ich draußen, bin ein bisschen Stück zu weit rausgelaufen. Dann muss es entweder Self-Report von Simon gewesen sein oder du. Es ist doch genau ein Admin, oder nicht? Warte mal, die Leiche ist doch. Telefon. Leiche ist, glaube ich, dabei Office, oder? Irgendwo? Gib mir ein Zeichen. Oh Gott, ich war. Die Leiche liegt oben rechts bei Lifeline. Ja, aber dann bin ich das da halt niemals durchgelaufen. Und ich bin direkt nach links gelaufen. Wo ist denn Lifeline? Da auch in dem Gebäude, Simon, da wo drin ist rechts an dem Emergency Meeting. Ach, genau. Da. Ja, da habe ich sie gefunden. Okay, ja. Ich dachte, das wäre das Office. Da steht doch Office. Na gut, aber ja, das meine ich. Da drunter, das Ganze ist wahrscheinlich. Und Simon ist gerade erst dahin gegangen. Ich kam Simon genau. Hat reported. Dieser Lava-Weg. Aber bist du von rechts gekommen, Simon? Es ist sogar jemand weggelaufen. Ich habe irgendwas im Augenwinkel, aber ich könnte keine Farbe nennen. Ich könnte es nicht sagen. Ich bin rausgelaufen, ich kam aber aus dem Specimen. Du wirst Fischkopf gesehen haben, der von dir weggelaufen ist. Der übrigens auch von unten kam, wollte ich nur mal eben kurz sagen, Matteo. Ja, aber ich stehe schon an den Kameras. Matteo, ich bin in den Camps, 100%. Du kamst mir entgegen. Ich bin in den Camps. Ich bin runtergelaufen in Weapons, du kamst mir entgegen. Ja, aber das ist schon viel länger her. Ich habe gerade erst die Task angefangen. Wie soll ich in den Camps sein? Ihr habt doch das Licht gesehen in den Camps. Wenn jemand anderes in den Camps war, soll das jetzt bitte sagen, weil dann bin ich exposed. Nee. Also. Mein Gott. Dieser Matteo, ne? Der hat aber echt hier das 400 IQ-Game am Start. Lara ist für mich sowas. Das ist ja wirklich krass. Gemutet. Das macht mir schon Angst. Dalukat, aha. Hat der gerade wirklich die Missionen gemacht? Ich habe das Gefühl gehabt, der hat einfach noch gewartet auf jemanden, mit dem er so pseudo diese Aufgaben machen kann. Wenn der gleich kommt und sagt, Simon, wir haben doch zusammen diese Geschichte gemacht, dann ist der Typ suspekt. Plus, er ist viel schneller fertig gewesen.
Wer ist tot wo? Ich bin tot. Wow. Sprechende Geist. Also ich kam von oben gerade runter neben, wie heißt denn das? Weapons oder Communication, und zwar dazwischen. Ja. Also zwischen, wie nennt man, ich weiß nicht genau, wie das bedeutet. Also über Garten Weapons. Eigentlich rechts der nächste Raum. Ja. Weil da kam ich gerade her. Ich habe dich auch gesehen, aber Gnu ist nicht. Weapons. Was? Ja. Von welchen Gasflaschen? Also da, wo man diese Gasflaschen auffüllt und wenn man dann das Gebäude verlässt, ist doch noch in der Mitte eins oben. Also nicht da, wo die Gasflaschen sind, sondern wenn ihr... Sorry, ich genau, war kurz weg. Was passiert? Wer ist, wenn ihr rauslauft bei den Gasflaschen, läuft man doch zu Weapons unten lang. Wisst ihr, wo man abschießt, diese Asteroiden? Ja. Genau dazwischen, vor dem Ausgang, da liegt die Leiche. Wo? Okay. Weißt du, wo die Weapons benutzt? Die Zeit. Hier links, also. Ja, aber nicht da drin, sondern davor. Also vor dem Eingang. Gnu, also sie ist Matteo. Auf die Leiche... Was denn? Also ich war gerade Storage, hab gesehen, wie du noch draußen rumgerannt bist. Ja, ich hab mit Gnu die Leiche gefunden. Kurz bevor du gecallt hast. Du warst mit Gnu unterwegs? Nee, nein, ich bin hab Gnu getroffen. Also Gnu, Gnu hat mich, Gnu hab ich nämlich unten da gesehen bei dem... Also da hab ich, ja, nee, unten drunter. Also du warst bei den Gasflaschen, ich kam unten von dem Wasserding. Okay, bei den Rädern. Genau. Da hatte ich dich dann gesehen, dann bin ich nach oben zum Storage gegangen. Fischkopf, wo warst du denn? Ich war unten bei den Gasflaschen zuletzt. Und Lara, du warst da? Ich war da, weil ich meinem Essen gerade die Tür aufgemacht habe. Ich war okay. Also Lara kann den Kill, glaube ich, echt nicht machen. Ja, sorry, aber er hat doch gerade gesagt, na gut. Ja. Hä, warum jetzt? Ja. Wir hätten voten müssen. Okay. Nein. Also, guck mal, das Ding ist, ich kann jetzt nicht sagen, aber... Ja, das wird knapp. Das Sepp hat mich gerade, glaube ich, erledigt. Ich bin mir aber auch, das ging so schnell irgendwie, dass ich mir gar nicht mehr ganz sicher bin. Aber ich glaube ja, ich glaube, es war Sepp. Jetzt will ich aber Sepp nicht die ganze Zeit dabei zugucken, denn ich habe ja noch meine Tasks, die ich machen muss. Und danach gucke ich gerne Sepp weiter zu. Ich glaube, ich habe es einmal für mein Team verkackt, weil ich vergessen habe, alle, da waren quasi nur noch meine offen. Seitdem versuche ich das immer rechtzeitig zu machen, aber man will die Morde ja auch mitbekommen. Matteo ist Sepp auf den Fersen, man sieht es schon. Der Kollege Schnürschuh ist wieder auf Gaunerfang. So, jetzt aber. Jetzt gucken wir mal. Alles nur noch von Geistern bevölkert. Kann ich das auch machen hier, die O2-Aufgaben? Ja, kann ich da helfen? Ich glaube schon. Was macht Sepp jetzt? Er will jetzt hin und Fischkopf erledigen, ne? War klar. Sag ich doch, Sepp und Matteo. Warum das denn? Und deswegen sollt ihr Matteo nie vertrauen, weil er das nämlich immer macht. Ja, also jetzt gewöhnt euch mal ab, mir zu vertrauen, bitte. Hört nicht immer auf ihn. Unterbrecht ihn, wenn er was sagt. Killt ihn. Ey, das war so krass. Sepp, du machst den Kill unten und ich laufe da rein und mir kommt Gnu entgegen und ich so, nein. Das sieht so aus, als hätte ich das gemacht. Es war halt dunkel. Ach so. Ach geil, oh, ja super. Oh, nice. Weil ich hatte gerade oben Dalu gekillt, renn vor der Leiche von Dalu weg und renne deine Leiche rein. Mann. Ja, sorry. Also das war gar nicht so verkehrt, weil Simon hätte mich callen können oben im Labor. Weil ich war der Letzte bei der Leiche und Simon hatte mich gesehen. Ja, aber ich konnte mich nicht mehr erinnern. Zum Glück hast du dich nicht mehr erinnert. Ah ja, ich habe echt geschwitzt wie sonst was, als du den gefunden hast. Ja. Könnt ihr mal bitte schon mal die nächste Person aktivieren, die nach mir dann reinkommt? Damit die Person schon mal Bescheid weiß. Weil aber du bist ja jetzt noch ein Stündchen dabei, ne? Ja! Du hast unterschrieben für einen ganzen Abend, also. Okay. Aber wann kommt denn die Kohle? Ich hab das noch nicht ganz verstanden. Start hier? Die hängt dann. Ja, lass mal starten. Ich glaube, konnte bis 11, ne? Also passt schon. Hat jemand angefragt für die nächste Runde? Lara, warum bist du im AFK in den Runden? Was machst du? Pizza holen. Ach, da oben ist ja auch noch was. Ganz vergessen. So. Aramut? Oh. Jetzt machen sie alle im Metagameplay mit dieser Geschichte, mit dem
mit dem Schlüssel, weil man da ja irgendwie so nicht so richtig faken kann oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher, was das war. Mann, das ärgert mich, dass ich eben nicht helfen konnte. Ich habe ja was gesehen, aber ich war mir einfach nicht mehr sicher, was da eigentlich, was ich gesehen hatte. Hallo. Ja, das wer war also denn? Ja, also ich dachte mir schon, dass jetzt gleich sowas passieren wird, weil wo denn? Es ist oben im Schiff. Leon, was hast du da oben gemacht? Wie? Wieso ich? Also warst Leon, du im war's? Schiff noch drin? Nee, ich bin rausgelaufen, als das Licht ausging. Du bist rausgelaufen, als das Licht ausging. Ja. Ja, ganz sicher. Ja, ziemlich sicher. Also bin rechts zu dieser Node gegangen und dann wollte ich ins Schiff gerade wieder reingucken. Ja, gucken, also passt auf. Es war nämlich folgendermaßen. Wir waren im Schiff drin und ich dachte mir schon, da ist jemand AFK und zwar Gnu. Also Gnu hat sich wenig bewegt und das wird bestimmt jemand ausnutzen. Und als das Licht ausging, bin ich nach unten gelaufen und habe sofort wieder umgedreht und habe Report-Button gespammt. Und ich habe eine dunkle Gestalt in der Ecke vom Schiff lauern sehen. Und diese dunkle Gestalt war Dalukat. Oh, das ist interessant, weil ich bin relativ früh schon losgelaufen, nachdem ich meine Kitas gemacht habe. Da waren noch 5 Leute oder so da. Und ich bin eigentlich, ich würde sogar fast sagen, vielleicht war der Erste am Licht. Das ist definitiv gelogen und jetzt ist für mich 100% klar, dass Dalukat war. Also der du wirst mich jetzt zweimal versuchen, mit demselben Trick zu playen, aber ich kann dir sagen, ich bin als Erstes losgerannt zum Licht. Also das war wirklich ein ganz... Es war ganz schlechtes Time. Es war ganz super knapp. Ich habe dich gerade noch so gesehen, dass du dich versteckt hast in der Ecke. Okay, aber warum wolltest du dann erst Leon anspielen? Habe ich auch noch nicht verstanden. Du wolltest wahrscheinlich rumhören. Ich habe Leon angespielt, um zu wissen, ob er der zweite Imposter ist, ob die einen Double-Kill machen wollten. Aber ich weiß, dass es Dalu 100% im Schirm war. Also warst du Leon überhaupt gesehen? Also das, Dalu 100%. Müsste es ein Self-Report sein. Also doch muss, weil ich bin runtergelaufen. Also warum sollte ich mich am Anfang der Runde so selber ins Fadenkreuz spielen? Na, vielleicht wolltest du einen Double-Kill machen. Nee. Also Leon weiß ich noch nicht genau, Dalu 100%. Ihr habt gut gewotet, aber er fliegt nicht raus. Wo hast du denn Leon gesehen? Ihr könnt wirklich Leon war. Das Problem ist, dass der Matteo so präsent die ganze Zeit ist, dass es super schwer fällt, zu raffen, wenn er es mal ist. Weil er immer, er kann sich ja unter diesem Redeschwall wunderbar die ganze Zeit verstecken. Und das nutzt er natürlich total gut auch aus. Dadurch kann man irgendwie gar nicht mehr sagen, was wahr und falsch ist. Und genau das will man ja hier haben. Also ich habe ihn auch markiert. Für mich ist es Dalu, Leon oder Matt. Hallo. Okay, das war ein... Oh, saftiges Nu ist immer noch tot. Okay, das ist in der ersten Runde. Die wurden nicht wiederbelebt, krass. Ja, also Leon, erklärst du mir bitte, warum du mir die ganze Runde hinterherläufst? Ich weiß nicht, ich bin ja Sasso, also von daher halte ich mich an dich. Nein, du, also Dalu war 100% bestätigt. Ach so, ja. Und Leon... Schon wieder wechselst du das Target. Nein, Dalu, du bist immer noch aber mein Main-Target. Kurz für mich zur Zusammenfassung. Sie waren beide noch oben in dem Dropship. Nein, die Leiche nicht. Ich beschreibe es mal so genau, wie ich kann. Ich stand am Anfang auch AFK rum. Mhm. Dann hat sich so der Pulk gelöst. Die meisten Leute sind runtergelaufen. Dalu ist auch runtergelaufen. Leon war noch da. Dann ist Leon losgelaufen nach unten. Dann bin ich nach unten losgelaufen. Der Lichtkegel wurde gerade kleiner. Und ich bin leicht zur Seite gelaufen und habe gesehen, wie Dalu einfach am Rand wartet und hofft, dass ihn keiner sieht. Und es war noch im Dropship. 100%. Aber als wir losgelaufen sind, Matteo, war das Licht aber schon aus. Da ist das Licht nicht erst kleiner geworden. Wie willst du gesehen haben, dass Leon, der gesagt hat, dass er nach rechts gegangen ist, und ich, der links in der Ecke gestanden haben soll, welche Range hast du denn? Also, ich appelliere nochmal. Und wie blöd wäre es, Matteo, zu sagen, dass ich der Erste bin, der zum Licht geht. Wenn irgendeiner zum Licht gegangen wäre, hätte er sagen können, nein, da warst du nicht. Ich bin instant zum Licht gegangen. Hat jemand Dalu beim Licht gesehen? Es war niemand da. Es ist unmöglich, dass Dalu jemand beim Licht gesehen hat, weil
Dalu war im Schiff, 100%. Aber wieso sollte ich sagen, ich gehe zum Licht und kann sogar sagen, dass ich der Erste da bin? Was wäre das für ein Zufall, das zu bespielen? War also ich das Licht nicht sogar noch aus? Ja, und wer hat es ja angemacht, genau. Matteo? Sag den Leuten mal, wer es angemacht hat. Dalu hat es gerade eben angemacht. Das bedeutet aber jetzt, in der Runde davor kann er es nicht angemacht haben. Also, ja, weil du echt? Nicht gespawnt hast. Ja, das der Einzige, der was war, gesehen hat, was. Oh, Leute, Matteo, wenn ihr Dalu leben lasst, ihr lasst einen Mörder leben. Es ich sag's ist euch ein Self-Report. Ich hab dir alles gesagt, was ich konnte. Würde ich niemals machen. Erzählt. Was ist denn für ein Self-Report? Das sind weniger geworden. In der ersten Runde. Also, er überzeugt euch. Der Gelb war es eben schon. Gelb hat eben auch schon gewonnen. Oh Mann, okay. Der Matteo, ich weiß es nicht. Der Matteo will es zu sehr. Da bin ich mir dann einfach unsicher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist keine Entschuldigung. Es hat geklingelt. Zweimal an der Tür. Also. Raus, plötzlich Mord. Sepp ja. Und wer war da noch dabei? Ich habe die Leiche gesehen. Wer? Ich habe. Nee, ich war alleine da. Ich war alleine drei über euch. An der genau, drei Leute standen ja da gerade, aber auch bei der Leiche. Ich glaube, Anni und noch jemand. Und ich. Ja, ich war da. Boah, Eddie kann es sein. Ja. Ja, und Simon. Ich habe gerade geguckt, wollte noch gucken, ob nur einer bei Electric drin ist, ob der Typ sich da versteckt. Und dann habe ich euch alle gesehen und Simon ist halt vor mir zur Leiche wieder gelaufen und hat ihn direkt reported. Aber, also. Aber Sepp, du hast die Leiche gesehen? Du warst oben bei der Leiche? Ja, ich bin gerade Electric reingelaufen, dann seid ihr mir genau entgegengekommen, weil ihr gerade fertig wart. Ja. Mhm. Du warst so wieder mit zur Leiche gegangen. Hast du nicht gesehen. Was hast du davor gemacht, Sepp? Davor war ich Weapons. Oh, Matteo, jetzt spielt ja heute Sonntag. Wieso sollte ich ihn, direkt vor Lights töten, warum hast während du gesagt, so viele Leute in Lights drin sind? Das ist doch mega wie dämlich. Wie hast du uns denn alle gesehen, als das Licht ausmacht? Wie hast du denn alle Leute in Lights gesehen, wenn das Licht ausmacht? Ich bin ja gerade reingelaufen, habe ich doch gesagt. Er hat gesagt, ihr seid zu dritt Lights reingelaufen und dann ist Simon als erstes wie der zur Leiche gelaufen. Nein, das habe ich nicht gesagt, Dalu, dass sie reingelaufen sind. Doch, das hast du wirklich gesagt. Er hat auch gesagt, wie der zur Leiche. Er wusste, dass die Leiche da ist. Ja, hey, das ist Blödsinn. Dann habe ich mich versprochen. Gesagt. Ja, aber dann habe ich mich versprochen. Dann habe ich mich versprochen. Wie dumm wäre ich denn, vor Lights, während ich sehe, dass drei Leute da drin sind, jemanden umzubringen, dann da noch reinzulaufen? Wie kannst du denn so viel sehen, wenn Licht aus ist? Wie kannst du denn so viel sehen, wenn Licht aus ist? Nein, ich bin doch reingelaufen, habe innen drin alle gesehen. Schierig. Während das angeht, sehe ich doch alle drei. Also, Simon, beschreib bitte du nochmal die Situation, weil du das hast total ja... Das war schwierig, aber bitte schnell. Ich habe gearbeitet bei Electric, es bringt nichts. So. Ich bin einfach hochgelaufen, Sepp, und ich glaube, einer von den dreien bei Electric war schuld. Okay, also ihr könnt nach wie vor noch Dalu routen, weil den haben wir erwischt in der ersten Matteo, Runde. Also. Ich sag dir immer noch, du liegst falsch und ich freue mich aufs Ende. Aber wer war es denn dann sonst, Dalu? Es ist super schwer, weil man will natürlich niemanden beschuldigen, auch keinen unschuldigen Menschen rauswerfen, aber in diesem Fall haben wir eigentlich kaum andere Möglichkeiten. Wieder dieses wahllos Leute kicken. Hier ist längst nicht mehr die Zeit für intelligentes Nachdenken. Jetzt ist wahlloses Massenmorden angesagt. So. Morgen. Ey, der fucking Matteo, der will mich die ganze Zeit killen. Da bin ich fast von... Oh, was ist das hier so? Also Matteo, ich bin mir nicht sicher, ob Matteo die ganze Zeit nur rumsucht oder ob Matteo einfach wirklich verdächtig ist. Der schleicht da immer rum, der geht immer, der läuft Leuten hinterher. Das kann er natürlich auch gut machen, wenn er... der Imposter ist, ne? Das ist, da hilft ihm. Es ist nicht zu fassen.
Ja, bitte. Hallo, bitte. Leute. Oh mein Gott. Hallo, Fischi. Simon ist gestorben. Ich glaube es selber kaum. Wer ist gestorben? Also, wie, hast du was gesehen? Gnu ist ja auch tot. Gnu war schon tot. Wo liegt denn Simon? Ey, Leute, Leon ist auch tot. Ich weiß nicht, wo Simon liegt. Ich bin... Ah, nochmal Essen. Alter, Lara, hast du dir dreimal Essen bestellt? Alter! Nein, bei dem anderen aber die Laden brauchen immer so lange, bis die immer im Stockwerk sind. Ja, ich glaube, der Pizzamann ist Third Imposter. Der macht gar nicht. Wo liegt die Leiche? Wo liegt die Leiche? Wo liegt die Leiche? Okay, also, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur diesen Call gemacht in der Mitte. Ich war fast fertig. Ich bin unten rechts hochgelaufen, aus dem Sperrmann-Raum hoch. Dann einmal nach unten in die Mitte, in Communications. Sag mal, wo die Leiche liegt. Ich weiß es nicht. Er sieht sie doch nicht, Matteo. Ich hab dann auf Live-Dings da gedrückt. Wie heißt das? Live-Lines. Okay, pass auf, ganz kurz. Ich war nicht in den Camps. Ich war in den Camps, nachdem wir Licht angemacht hatten. Und ich hatte gesehen, wie unten bei dem Müll gelb, also Simon und Matteo standen. Ich war so, okay, ich bleib jetzt mal hier und guck mal, ob was passiert. Es ist nichts passiert. Die beiden sind aus dem Sichtfeld rausgelaufen. Genau. Was ist dann passiert, Matteo? Ich habe Simon zuletzt gesehen an diesem Baum, wo man diese dieses Gas einstellen muss, diese Regler. Das habe ich auch gemacht. Lara Simon war auch da, oder? Ja, ich war mit Matteo und Simon zusammen da. Und richtig, dann richtig. Aus. Und dann haben Lara, hast du da noch was gesehen? Da. Ja, ich bin aber als erstes gegangen. Und dann ist Matteo Lights gegangen. Richtig. Matteo hat Lights angemacht. Und Lara war alleine zuletzt mit Simon? Nein, mit Matteo. Ich bin mit Sepp und Matteo rumgelaufen, dann ist Sepp nach unten irgendwo gelaufen und ich bin Matteo hinterher. Und was ist mit Simon passiert? Genau. Er war zu dritt mit Simon. Licht war aus. Matteo hat gerade Licht ausgemacht. Licht wieder angemacht. Simon ist nie bei Elektrik. Matteo, es ist Sepp. Also ich glaube auch, dass Sepp ist, aber ich glaube, es sind Sepp und Dalu. Nein, ich glaube, du hast den falschen Riecher. Oh Mann, Dalu. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nochmal ganz kurz, also Dalu ist es 100% immer noch, ne? Also nur mal nein, so. Ich hab dir sogar Sepp gesagt, das mit dem Verstich mit wieder zur Leiche. Nee. Ich bin sowieso fertig, also mir egal, ich bin fertig. Wir spielen gerne mit jetzt. Dalu, deswegen lass noch ein bisschen länger drin, ist cool. Sehr teuer. Alter. Alter. Was tut ihr? Macht eure Quests. Das war der 30. Kill aller Zeiten. Wer hast du gesehen? Fischi, okay. Eddie ist tot. Ich bin aus den Camps rausgelaufen und ich war in den Camps drin. Und ich glaube raus und da liegt einfach eine Leiche, aber reported, aber ich habe niemanden gesehen. Okay. Ich kenne die Camps auf der Map nicht, leider. Was sieht man mit den Camps? Wir haben da die Karte drin. Ja, das ist eine Karte, die könnt ihr euch da. Bei den Camps siehst du halt, wenn jemand oben bei Lights reinläuft, aber ich habe niemanden reinlaufen gesehen. Wer hat denn das Licht angemacht? Eddie und ich. Und dann bin ich bin danach direkt in Matteo und ich. Einer von Grün auf jeden Fall. Und ich bin danach direkt ins Security reingelaufen. Wo liegt Fischi? Weiß das jemand? Er wurde reported. Welche Leiche? Er wurde reported? Eddie hat sie, glaube ich, reported, oder? Eddie habe ich reported. Okay. Matteo? Ja. Wen hast du am Anfang verdächtigt? Dalu. Mich. Wer könnte es neben Dalu noch sein? Also, Lara, ich glaube, du warst es nicht. Und ich dachte erst Sepp, aber ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es Anis ist. Ich stand die ganze Zeit vor dem Button. Aber Lara, was ist Dalu und Sepp? Also für mich ist es hundertprozentig Sepp, Matteo, und ich glaube immer noch, dass du Crew bist, aber du hast dich relativ gut auf mich eingeschossen. Sepp sagte bei dem einen Kill, Simon ist als erstes wie der zur Leiche gelaufen. Ich glaube, er hat sich einfach nur im Flow versprochen.
Ja, aber Dalu, wer ist, glaubst du, wer ist also, neben okay, pass ist? Auf, Sepp. Pass auf, Sinn. Lara. Unten links, der zweite Kill, wo Simon auf der Kamera mit Matteo gesehen wurde. Matteo wurde zuerst gesehen. Ich stehe die ganze Zeit vor dem Scheiß. Bitte einmal alle Dalu voten und weitergehen. Dalu. Dankeschön. Okay. Es tut mir leid, aber wir mussten es jetzt machen, sonst wäre die Runde vorbei gewesen. Okay, Dalu und Anni. Es war ein Self-Report von Anni. Das habe ich sowieso vermutet. Schlecht. Ich bin mir ja nicht ganz sicher. Ich glaube, es war Sepp. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr so hundertprozentig sicher. Es ist alles ein einziger Brei aus Mord, Selbstmord und Dummheit. Ich scanne mich. Ach komm, lass mich doch einmal die Aufgabe machen. Komm, sind genug Geister da, das kann ein anderer machen. Okay, so. Okay, Alter, war das knapp. Ja, natürlich ist es Anni. Oh, warum bin ich es? Du bist nicht, du bist... Und du bist nicht links zu dem Tower gelaufen, sondern du bist nach rechts gelaufen. Ich bin genau an dir vorbeigelaufen. Das war mega knapp. Oh, Scheiße. Oh Gott, ey, ich hatte echt Angst. Kacke, der Report eben war voll aus Versehen. Ich wollte eigentlich Sabotage drücken. Nein, zu dem Zeitpunkt, ich wollte dir zeigen, ich habe schon einen gekillt. Ja, mit ich hab die andere Leiche auch unten gesehen. Ich hätte nur einen Kill noch machen müssen. Und Matteo, ich wollte Sabotage drücken und ich habe die Porte aus Versehen. Was ein Fail, Dalu. Was ein Fail. Uiuiui. Ich wollte dir nur zeigen, geh von den Camps weg. Einer ist schon tot. Wir müssen jetzt beide nur noch einen killen. Ich weiß, also ich hab die eine Leiche gesehen und ich war so, okay, hab die eine Leiche gesehen. Ja. Ich wollte Reaktor drücken für einen Double Kill und hab aus Versehen statt Sabotage auf. Sag mal, hab ich das richtig verstanden, als ich zu Camps, also zu Security bin, da waren beide Mörder im Security und einer von euch hat mich umgebracht? Ja. Oh, genau, das war ja ein Pech. Ich war geschockt, wie kaltblütig der Mörder einfach einen Zeugen in Kauf nimmt. Wer ist Emily? Keine Ahnung. Game? Das ist, glaube ich, Pizzalieferantin gewesen. Ja, Lara hat den Code auf die Packung geschrieben. Matteo, also ich muss wahrscheinlich. Also ich muss sagen, Dalu... Nein, du hast gezweifelt, oder? Irgendwann. Ja. Ich muss sagen, Dalu, du hast einen echt guten Job gemacht, dass ich dachte, es ist Sepp. Und ich dachte, du belastest extra den zweiten Imposter Sepp, damit ich denke, dass du unschuldig bist. Aber ich habe es am Anfang halt wirklich gesehen. Ne? Du hast dich an der Seite vom Schiff versteckt und bist dann hochgelaufen. Und es war wirklich eine Millisekunde, die du im Sichtradius warst. Ich hatte dir das gehört. Du hättest mich sogar am Ende gesehen, Matteo. Ich stand auf dir drauf, als du reportet hast. Also ich habe Report-Spam gemacht und hochgelaufen. Schiff. Anni, ich dachte, du killst da auch ein. Es tut mir so leid. Dalu, ich wollte, aber ich habe einfach... am Anfang wollte ich töten, aber es waren zu viele Leute da. Ja, aber Matteo töten, hat er zu schnell reportet. Als ich Licht ausgemacht habe und an dir vorbeigelaufen bin, dachte ich, okay, du kommst easy mit und backups mich. Also Dalu... Matteo, das Schwein, Spam. Sorry. Eine Runde noch. Nee, ich bin noch. Ich bin eine noch. Aber Matteo, du hast gezweifelt oder warst du dir bis zum Ende sicher? Also hatte ich dich kurz? Nee, also dass du es bist, war ich 100% sicher. Ich war nur unsicher, ob Sepp es ist. Weil ich dachte, du reitest ihn rein und dann dachte ich so, oh mein Gott. Ja, das könnte ich aber auch nicht machen. Das wäre aber räudig gewesen. Ja, das wäre mega assi gewesen. Aber witzig. Nee, das hätte ich nicht gemacht. Aber er hat halt wirklich gesagt, Simon ist wieder zur Leiche gerannt. Das war ja, weil er irgendwann ja auch mal reingelaufen ist und dann halt raus. Ja, genau. Also das war halt, ja. Vielen Dank, Leute. Es war wieder wunderschön. Hab's extra schön gemacht. Ciao, Fischi. Ciao, Fischi. Haben wir noch jemanden? Haben wir noch jemanden? Hat jemand? Vorhin war AndiDev bei mir im Chat. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt noch da ist. Er hat sich angeboten. Wenn AndiDev da ist. Was war denn mit Tinker? Wer hat das gesagt? Stimmt. Das Lara, glaube ich, Lara gesagt. Die ist aber, das ist hier zu spät jetzt schon. Was? Okay. Tinker Leo. Das Problem ist, wenn man jetzt jemanden fragt und dann wird der Platz voll, dann ist es. Du sollst ihn anschreiben, hat er gesagt. Okay, ich werde ihn mal anschreiben. Ich schreibe jetzt AndiDev an und dann lass uns mal eine Runde zu 9 spielen. Und wenn er in der Runde antwortet, dann füllen wir noch auf. Ich glaube, ich habe vielleicht jemanden. Ja, jetzt mal eine ganz kurze Frage, ne? Ich habe
7 Runden lang gesagt, Dalu ist es 100%. Ja. Wir haben ihn nicht rausbekommen. Es wurden immer weniger Votes. Also am Anfang, war ich mir über Hast du mich überhaupt nicht gehabt, weil du hast zwei Leute gesehen. Auch Leon in der gesehen. Dunkelheit. Das wäre so lucky gewesen, und das war es ja anscheinend auch, dass du direkt beide Imposter gesehen hast. Das war so ein bisschen ungläubig, aber ab der Mitte hat Dalu mich völlig verloren. Also nachdem er auf einmal so voll auf mich draufgegangen ist. Ich musste ja einen anderen finden. Da war er wirklich Ende. Er hat sich auch gut verteidigt, muss ich sagen. Ich war am Anfang komplett auf deiner Seite, Matteo, und dann je mehr Dalu gesprochen hat, desto mehr habe ich gedacht, Ja. Das ist aber auch das Ding, weil Dalu hat eine krasse Stamina, was das angeht. Ich wurde dann irgendwann müde und schwach, weil ich hab dann so irgendwann so, mir glaubt einfach keiner Scheiß drauf. Und dann war ich immer mehr bei dir, Matteo. Der einzige Grund, warum ich kämpfe, ist immer, damit ich mein Team nicht im Stich lasse. Wenn ich alleine Imposter wäre, wäre es mir egal. Ich will dann für das Team nicht das versauen. Andi ist übrigens jetzt schon da. Hallo. Geil. Ich zieh ihn mal in den Channel. Er ist schon da. Hi. Er ist schon da. Okay, super. Hallo, Andi. Let's go. Hallo. Danke, Andi, dass du schnell eingesprungen bist. Okay. Es ist immer eine Freude, in eine Gruppe zu kommen, die schon eingesprungen ist. Andi hätte mir geglaubt. Andi, du bist ja auch, du warst letztes Mal kein Wort geklaut. So dabei. Andi hätte für mich hätte auf Sepp gevotet. Los. Nee, niemals. Andi kann niemals gegen mich voten. Nein, kann ich nicht. Niemand. Okay, gut, dann good luck, have fun. Das machen wir gleich. Ich glaube, Andi ist safe, weil der da auch gerade hingegangen ist und nur darauf wartet. Oder auch nicht. Also der Andi war gerade komisch. Der ist gekommen. Wir müssen doch alle dieselben Tasks machen, oder? Heißt das... Ah, jetzt geht er dahin? Oder tut er nur so? Also Andi ist mir ein bisschen suspekt. Hallo. Hallo. Nochmal Matteo, jetzt ist die Leiche weg. Matteo. Hallo. Ich habe gecallt, weil Leon, was machst du gerade? Ach, lol. Wie meinst du? Weil du die ganze Zeit umdrehst und dann mir hinterherläufst, dann läufst du wieder weg, dann läufst du wieder in mich rein, dann läufst du wieder weg und läufst wieder in mich rein. Bist du ein bisschen paranoid, Matteo? Nein, aber du machst das schon die ganze Zeit. Warum machst du das? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin ein bisschen rumgelaufen, hab direkt Lights gefixt am Anfang, in der Sekunde, wo sie ausging, und dann den Reaktor. Ja, und dann bist du von den Lights weggelaufen. Heute. Also du hast das letzte Runde auch gemacht, da warst du aber Crewmate, aber du machst es jetzt schon wieder. Ich muss auch mal was fragen. Ist das irgendwie eine Ausrede, um die Leiche verschwinden zu lassen? Das klingt so sehr suspicious. Dann hätte ich einfach selbst reported oder sowas. Andi. Ich will einfach wissen, warum Leon so läuft. Vielleicht hat dich ja jemand gesehen. Simon? Aber wer hat mich gesehen? Wer hat mich gesehen? Andi, du hast schon abgestimmt. Was hast du abgestimmt? Ich hab Matteo gewotet, das ist mir zu doof. Ich muss sagen, dann hat bin man ich mal dabei heute, auch mal seine oder? Ruhe. Ja, insofern bin ich dabei. Ich würde schon gerne, Matteo. Es kribbelt wirklich. Ich entschuldige mich. Es ist zu spät, Matteo. Ich entschuldige. Nee, ist schon zu spät. Es ist nicht ganz ehrlich. Man muss auch einfach mal die Schnauze halten, Matteo. Ich mach jetzt immer Ermittler. Ja, jetzt ist es ruhig. Sympathisch, immer die anderen zu beschuldigen. Ja, genau. Wenn ich jetzt rausfliege. Genau dafür bin ich auch. Den mache ich fertig. Das macht ihr nicht wirklich. Das habt ihr nicht wirklich gemacht jetzt.
Das ist, ist das schon unsere Call, letzte ey. Runde jetzt? Oder, Sepp, oder? Jetzt schmeiß auch Matteo raus. Wir müssen als Kampf. Sollte denn Leon das nicht doch so bitte Matteo raus. Wenn das gerade ausgemacht wurde. Ey, mich jetzt so rauszuwerfen, das ist dumm. Ja! Ja, das Volk hat entschieden. Sehr gut. Ruhe. Schmeiß mir. Matteo, ich hab geskippt. Sehr gut. Diesen Schlaubi-Schlumpf. Ist das geil. Er hat's verdient. Man muss auch mal die Fresse halten können. Wirklich. So. Gebracht. Scheißegal. Gibt es Beweise? Nicht direkt, Sir. Egal! Hä? Was ist denn hier schon wieder? Ah, jetzt ist es gemacht. Ja, okay, weil jetzt Dalukat und Andi. Andi war ja eben noch mir ein bisschen suspekt. Jetzt hat er wiederum ein bisschen was gemacht. Bin mir nicht sicher. Ich behalte ihn auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich habe eine Leiche gefunden, und zwar Andi, und zwar vor den Flaschen. Vor den Flaschen. Da war Simon. Es waren drei Stunden. Ja, Simon und Sepp waren da. Ich hab unten Wasser gemacht und Simon war noch mit bei den Flaschen. Ich war bei O2, ja, und dann bin ich hoch zur Security. Eben gerade, ich stehe ja gerade bei Security. Ich stehe ja gerade bei Abby. Dann kamst du noch entgegen und da unten liegt halt eine Leiche. Wo? Das kann, also das direkt kann vor man. Den Flaschen. Ich weiß leider nicht, ist das unter O2? Weil ich weiß nicht, wo die Flaschen sind. O2 ist das, wo die Flaschen sind. Da, wo der Baum ist, darunter ist. Genau. Da lag eine Leiche. Nee. Nein, ja. Der Raum da drunter. Ja, da warst du, Simon. Nein. Ich weiß ja, was ich gemacht habe. Vielleicht war ich mal im Boiler Room, okay. Aber ich war in O2 vor allen Dingen, hab die Mission. Ich Simon. Bin fertig mit all meinen Tasks. O2 ist das mit den Flaschen. Simon. Ich hab gerade. Ja. Okay. Ich hab gerade das Wasser gemacht. Dann habe ich gesehen, wie du da reingelaufen bist. Ich bin weggegangen. Und jetzt wurde eine Leiche reported und du bist dahin. Weil ihr seid doch beide weggegangen. Ihr kamt beide. Seid beide, also Sepp, ich habe halt auch in den Kameras gesehen, wie auch du in den Raum reingelaufen bist. Das hat keine Vision ganz mehr. Kurz den Simon, ich kenne nimm mich doch mal einen Schutz. Kurze Frage, nur ganz kurz. Hast du jemanden umgebracht? Ja. Okay. Und nee, Eddie, du hast doch ernsthaft, du standst doch in der Security. Ich hab dich doch eben noch, ich bin doch bei dir gelandet. Hast du denn nichts gesehen? Nee, ich gucke ja in die Kamera, also ich sehe nicht, wer im Raum ist. Ja, okay. Na ja, gut. Wer war Communication die Runde? Ich Tasks fertig, beeilt euch mal, Leute. Also ich habe kein Alibi, aber ich bin's nun mal nicht. Links, ne? Ja, ich trau mich aber auch nicht mehr was zu sagen, weil ich immer irgendwie verdächtigt werde. Ich habe tatsächlich. Warte, ich erkläre dir. Ich habe alle meine Tasks fertig. Ich war in Communication. Okay, ich wollte für Lara. Wir müssen auf jeden Fall skippen. Hallo, war Lara. Ich war gleich nach mir und Simon da. Nee, vor. Vor euch. Dann hätte Simon das ja sehen lassen. Ich war es jedenfalls. Ich habe auch nichts gesehen. Auch niemanden. Nur 1000 Leute, die mir von Electrica entgegenkamen. Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, dass gerade Sepp mir irgendwie einen Bären aufbinden wollte. Ich habe die Leiche ja nicht gesehen. Ich weiß ja nicht genau, wo sie liegt. Aber wenn die mir erzählen wollen, dass sie da lag, wo ich bin, wäre ich ja dran vorbeigelaufen. Und irgendwie will ich das nicht so recht glauben, dass ich daran vorbeigelaufen bin. Warum ist das denn schon wieder da? Ey, was ist denn hier los? Also, Lara ist safe. Die hat das gerade die ganze Zeit immer wieder gemacht. Leon läuft da so mit. Mal gucken. Ich werde jetzt auch mal gucken, was hier so geht. Leon macht das Benzin.
Aha, überall sind sie am Laufen. Also ich gehe jetzt mal in Security. Ups, nee. Wo soll denn hier die Leiche gewesen sein? Kann bitte ganz schnell? Jawohl. Ich bin mir nicht sicher, ob Leon da mitgeholfen hat oder ob der jetzt nur darauf wartet, mich zu killen. Nee, er läuft mir nicht hinterher. Hallo. Ganz kurz, Leute. Ich bin in Security reingegangen und wer kommt mir entgegen? Sepp mit Blut an den Händen. Er hat auch, deswegen hat er rote Klamotten angezogen, damit man das nicht mitkriegt. Damit ihr seht, dass ich es ernst meine, ich vote ihn direkt. Simon. So sicher Simon, bin ich. Simon, ich bin unten in der Mitte und mache gerade da das dritte Wasserteil. Also ich kann dazu nichts weiter sagen. Ich habe gewotet. Ich hab dich gerade gesehen, Alter. Du bist du vor mir. Grade... Du warst vor mir. Okay. War Eddie in den Camps? Nee, ich wollte, das war ja bei Security. Ich wollte zu den Camps und dann läuft mir Sepp entgegen und ich glaube, Eddie war da, weil er ja da letztes Mal auch war und er wurde gekillt. Also war eben auch die Runde die ganze Zeit in den Camps. Ja, jetzt genau. Okay. Wer hat den Reaktor oben rechts ausgemacht? Ich und Lara. Und ich war oben links oben mit. Oben rechts. Ja, oben rechts. Und dann sind wir nach links gelaufen, um zu gucken, ob ihr jemanden gekillt habt. Links waren Dalu, Simon und ich ja. die ganze Zeit. Ja, das kam uns entgegen. Und Ede war, wie gesagt, im Security. Also bleibt dir eigentlich nur Sepp. Simon, ich habe eine wichtige Frage. Simon. Ja. Ich war im Office und war da noch an der Tür. Ich bin später nach oben gekommen, weil im Office war die Tür zu rechts, wo ich dann rausgegangen bin. Und hab dann, weil ich wusste, dass ihr schon lange da seid, hab dann oben noch die Note gemacht. Im Schnee. Hört auf euer Herz. Sepp. Also, Sepp. Mann, aber Sepp. Vermutung. Das ist total irrelevant, weil. Simon Quatsch labert. 100% Leute, was soll links? Ich bin mir nicht sicherer. Ich kann mir nicht noch sicherer sein. Glaubt mir doch. Ihr werdet es nicht bereuen. Das Ding ist, anhand der Killgeschwindigkeit, glaube ich, wir haben Matteo als Imposter wirklich rausgebaut. deswegen haben wir, glaube ich, nur noch einen Imposter. Aber ich würde doch nur mal. Aber wie viele Tasks habt ihr noch? Ich habe nur noch eine. Ich habe noch Benzin und. Leon, was ist denn nun mal sicher? Hallo? Was ist denn nun mal sicher? Ich würde Sepp rausworten dann. Okay, ja, mach das. So, was für ein geiler Win, Leute. 5 Leute überleben. Freut euch. Ich bin mir da noch nicht sicher. Mal gucken, ey. Oh Gott. So befriedigend. Oh, ja. Matteo. Ey, das ist so geil. Jetzt passt mal auf. Ich erkläre euch jetzt mal, was überhaupt passiert ist. Wir stehen beide bei diesem Baum. Sepp bringt einen um. Ich bekomme Panik, renn weg. Auf beim Wegrennen kommt mir Dalu entgegen. Ich denke so, oh mein Gott, Dalu wird diese Leiche finden. Ich renn zum Knopf und laber irgendeine dumme Scheiße und ich flieg raus für einen Ja, wegen der dummen Scheiße. Das haben wir gemerkt. Das war Mann, ey. Ich hatte so eine Panik. Mann. Ich wäre halt Matteo, auch du warst raus und es passieren so langsam Kills. Ich dachte mir so. Matteo, ja, ich möchte aber wirklich sagen, ich habe dich nicht gewonnen, weil ich es nicht konnte. Also ich hätte mich gern an dir gerecht. Also ich hätte es gerne getan, aber also nicht das war, so. Also ich fange vergleich es mal mit der Runde davor. Die Runde davor sage ich, ich habe Dalu gerade 100% gesehen, keiner votet. Die Runde danach, Matteo hat komisch gedrückt, lass voten. Okay, alle gewinnen. Matteo, es gibt eine Regel in diesem Universum und das ist, Matteo ist immer sus. Ja, das stimmt halt wirklich. Das Problem ist, Matteo ist eine Runde könnten wir noch. Also könnte ich noch. Komm, eine Runde noch. Nein, vielleicht noch 3, oder? Bis 11, komm schon. Ja, machen. Ja, let's go. Ja, sorry, Sepp, ich bin da einfach getiltet. Das war so schön. Was wollen die alle da, ne? Da gehe ich nicht hin. Blablabla, ich sabotiere. Nee, ich sabotiere gar nicht, ne? Alter,
Alter, was ist denn hier los? Okay, Anni, raus. Ich schau das mit Anni. Sepp, warum hast du die Schlüsseltaste gefickt? Das ist eine gute Frage. Anni. Also ich hab gedacht, ich kann Dalu ein bisschen ärgern, ja? Aber da du jetzt da drauf reinfällst. Also, ja? Hast du sie echt gefaked jetzt, oder was? Ja, ich hab sie echt gefaked. Okay, ich hab sie echt gefaked als Crewmate, um Dalu zu ärgern, weil Dalu da wieder stand und seinen Detektiv Conan gemacht hat. Nee, und es ist ja keiner dahin gegangen. Wieso sollte ich als Imposter dahin gehen, wenn da noch keine Sau hingegangen ist? Das war meine persönliche Fehde mit Dalu. Also das war auch meine Ausrede. Okay, andere Sache, die ich euch safe sagen kann. Leon und Andy sind safe keine Imposter. Warum? Die haben Spaceship gemacht und bei denen ging die Leiste hoch. Und Spaceship ist quasi ganz oben links, diese Task. Die kannst du nicht faken. Du kannst dich da vorstellen und gehen, weil irgendwo anders der Leiste hochgeht, in allem im Dropship, wenn es keine Schlüsseltask gibt. Und da die Leiste sich bewegt, dann bist du safe, Crewmate. Und aber kann man bei Leon warten? Und bei Andy hat sich und die Leiste bewegt. Ich hab wieder den Licht-Larry gemacht. Aber die Leiste bewegt sich doch auch, wenn man Theo zeigen, dass ich Leute da bin. Ich glaube, das kann man aber auch faken. Ich bin mir nicht sicher. Nein. Aber man kann doch warten. Nein. Ja, du kannst doch warten, bis jemand eine Task macht. Genau. Und dann gehst du weg. Ja. Ich war da alle. Das Ding ist, guck mal, die Task da oben dauert eine Sekunde, die zu machen. Da eine Minute zu stehen, bis irgendwer runterläuft und unten eine Task fertig macht, damit sich die Leiste bewegt, das passiert nicht. Du hast offensichtlich noch nicht mich so eine Task machen sehen. Aber ja. Anni beobachtet das schon gut, das kann sie schon gut. Also ich würde jetzt Anni auch mal glauben und vor allem, was mich jetzt, die krasseste Information ist, dass Anni wahrscheinlich Crewmate ist, weil sonst würde sie nicht so krass ermitteln. Ja, aber also warum shootet sie dann gegen mich, der einfach nur Bullshit gemacht hat? Ja, ja, das ist doch nicht wirklich so. Bullshit gemacht hast, du fakest vielleicht. Tasks, damit fliegst du halt raus. Nee, ich wollte nur sagen, Andy und Leon sind safe und Sepp hat halt gefaked. Alter, ne? Ist das geil. Moment, Andy, du hast gar nicht ihn gevotet. Du hast ihn beschuldigt, aber nicht gevotet. Ich glaube, also, vielleicht ist noch niemand gestorben. Nur eine Task zu faken ist für mich jetzt kein. Das ist ja eine Frechheit. Düm, 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 düm. Ich mach was. Oh, die Task ist fertig. Ich gehe wieder weg. So, gleich kill ich jemanden. Weiß noch nicht wen. Vielleicht Lara. Vielleicht aber auch Matteo. Ganz sicher Matteo. Ich kill Matteo. Egal was passiert, Matteo will ich killen. Der hat schon wieder mich auf dem Kieker, ne? Der geht schon wieder bei mir lang. Saftiges Gnu, du bist dran. Wie reportet man? Ah, okay. Cool. Ich hab was gesehen. Wie reportet man? Es ist schon, du kannst schon reden. Ich bin so aufgeregt. Ich hab den Simon gesehen, wie er durch ein Erdloch gegangen ist. Warte mal kurz. Ja, aber kann ich einfach sagen, wer es war? Wer Gnu getötet hat? Das war nämlich Matteo. Weil Matteo war ich und ich war oben im Laboratory. Dann haben wir sie. Warte mal. Wenn du dir sicher bist, Lara, dann haben wir sie. Moment. Ey. Und dann bin ich, da habe ich geguckt, meine Task, okay, ich muss jetzt ins Specimen Room. Dann gehe ich in die Schleuse. Und Matteo mir hinterher. Und ich hatte, warte mal kurz. Und ich hatte mega Schiss. Und dann hat er unten die Tür aufgemacht. Lass mich doch ausreden. Matteo, lass sie doch reden. Lass mich doch bitte ausreden. So, und dann, weil ich Angst hatte, mit Matteo unten ins Specimen Room zu gehen, bin ich wieder zurückgegangen. Und Matteo hat aber unten schon die Tür geöffnet, ging dann aber auch wieder zurück, als ich zurückgegangen bin. Und dann war der Report-Button da. Also Gnu liegt irgendwo in Laboratory. Okay, und jetzt hören wir uns mal ganz kurz an, welchen Mord Eddie wirklich gesehen hat. Und dann wirst du merken, Lara, dass dieser Mord war. Ich habe gar keinen Mord gesehen. Ich habe in der Security-Cam gesehen, wie Simon in ein Erdloch gehüpft ist. Ja, wo ist er reingehüpft? Ich weiß, es gibt... Hä? Es gibt hier doch... begangen, den du mir unterschieben willst, Lara. Ich habe keinen Kill begangen, wirklich nicht. 100% wo ist Simon nicht. Noch das Simon war mit uns in der, Laboratory in der Ecke oben. Lass doch mal den Ede erklären. Ja, aber wo denn? Wo soll das denn gewesen sein? Ja, du kannst doch der Imposter sein und es einfach behaupten.
Also für Außenstehende ist nicht zu sehen, was jetzt wie zusammengehört. Wer hat auch nicht wurde erwischt beim Wendel. Aber wo? Eddie, wo ist er gewendet? Wo warst du? Du kannst ja nicht so viel. Ich hab zum ersten Mal gesehen, dass es überhaupt sowas wie Erdlöcher wo gibt, Leute. Denn? Ja, wo kam denn? Er raus oder ich ging er rein? Nicht. Ich war so aufgeregt. Ich wollte dir die auch töten. Den Blindfisch. Alter, Lara, ihr glaubt mir Ede, Lara ist ihr werdet es bereuen. Ich sag's nein, nein, euch. Lara ist glaube ich nicht. Ihr werdet es bereuen. Matteo ist es. Nein, also Lara, lass mal zusammen umlaufen. Ich werde nur wissen, ob er rausging oder ob er reingewendet ist. Das muss ich gesehen haben. Ey, du dreckiger Hund! Erwischt. Große Freude. O2. Was ist das? Ja. Ja, er hält sich jetzt bei den Leuten. Jetzt geht er weg. Mann, der macht das gut. Ich bin voll auf deiner Seite. Oh, Leon wird gleich reporten. Oh Mann, lol. Oh, Matteo ist tot. Ich muss kurz überlegen. Können wir kurz diese angenehme Stille kurz einmal okay. begutachten? Toll. Könnt ihr Matteos Soundfiles abspielen? Da du selbst, ihr wart rechts vom Reaktor. Ede, genau. Und Ede war links oben, Andi und ich sind von da weggegangen. Matteo ist haben Andi war auch rechts oben. Gelaufen. Er ist Andi in die Lenkrücke reingelaufen. Andi war auch rechts oben. Genau, Matteo ist in den Leckerei. Ich habe Sepp den Scanner machen lassen. Also wo war die Leiche von Matteo? Matteo liegt vor Electrical im Gang. Ja. Andi kann das gar nicht gewesen sein. Andi war unten rechts sogar noch. Ich habe gesehen, wie die Türen zugegangen sind, als ich vom Reaktor, glaube ich, weggelaufen bin. Aber du bist doch mit Dalu da lang gelaufen, oder nicht? Ich bin ja von oben links. Ich bin mit Lara nach rechts. Ich bin am Dropship vorbei, da sind mit Leon und noch jemand. Ich meine, es war Dalu entgegengekommen. Genau, also ausschließen können wir Sepp. Wir können Dalu ausschließen. Oh. Dalu, wer war mit dir links? Er hat mich aus dem Channel gezogen. Das war Dalu, wer war mit dir links? Ich war rechts am Button. Genau, so, Lara war davor, Dalu. Leon und ich waren links. Genau dann, als ihr sozusagen ausgegangen. Und dann bin ich sogar noch links rübergerannt. Wir haben geguckt, Ede war links, da war alles in Ordnung. Dann sind wir weitergegangen und dann Sepp ausschließen, Anni und... Also ich bin mit Leon links rübergegangen. Sepp und ich waren rechts. Und Etienne war als allererster links oben am Button. Ja, Leon, mit wem bist du denn da langgelaufen bei Electrical, wo du die Leiche gefunden hast? Ganz kurz, den Alarm nicht ausgemacht. Das war ganz nur kurz, Leute. Alleine. Nein, aber Andi war nicht allein. Andi war noch weiter rechts rumgeblieben. Ach so, okay. Ich also, hört zu. Lara ist jetzt sus, weil Matteo ist tot. Matteo hat nicht gelogen, was Simon angeht, denn er meinte, er hätte Simon gesehen. Wäre er Imposter, wäre Simon es eigentlich nicht gewesen. Nicht. Heißt, Eddie ist auf jeden Fall auch Safe Crewmate und wir haben doch am Anfang Andi gesehen, wie er, Andi und Leon gesehen, wie sie die Task gemacht haben, die hochgegangen ist. Ja, heißt, Dalu, Lara, übrig. Sepp und ich bleiben übrig. Aber Lara ist es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es also ich gebe ein paar Prozent auf Lara, aber noch nicht 100. Guck mal, der Eddie hat aber Lara. Ja, weil Andi gerade gesagt hat, Lara ist es. Ich mach das, was Andi sagt. Eddie, ja, du bist es. Eddie, du bist es. Alter Dalu! Oh! Knapp! Also wenn du den nicht gesehen hast, ne? Wo? Achso, Leon? Ja, bitte? Du bist ja gerade unten aus Electric rausgelaufen und ich bin gerade zu Electric reingelaufen und genau vor Electric liegt Eddie.
Mhm. Lara kann das nicht gewesen sein, weil also Lara war unten beim Specimen Room und noch jemand war im Specimen Room. Woher weißt du, dass ich im Specimen Room war? Weil wir haben uns unten gesehen, beim Specimen Room und ich wollte eigentlich ins Specimen Room gehen, die Tür war zu und es hat halt quasi das Licht war aus, du hättest mich gar nicht sehen können. Das war vor dem Licht, huh. Nein, ich bin mit Dalu nach links rausgelaufen. Echt? Bist du nicht ins Specimen Room reingelaufen? Nein, ich bin mit Dalu rausgelaufen. Ich habe die Tür nur gehört. Und bin dann, als das Licht aus war, in Admin rein und Decontamination wollte ich. Ja, und vor Lara, mir ist noch jemand reingelaufen. Lara, wie wär's, wenn du nächstes Mal mit mir mitläufst? Ich wollte dir danach hinterherrennen. Ah, scheiße. Ich hatte nur noch eine Task. Sepp, wo warst du? Ich bin mal wieder unten rechts und versuche da meine Quest fertig zu machen, wo man durch die scheiß Luftschleusen muss. Glaube ich, weil ich wollte in den Dings-Room, ich wollte in den Specimen-Room und ich habe das Rauch gesehen, deswegen war ich safe jemand in der Schleuse. Lara war draußen, Dalukat war draußen, Leon war drinnen. Die wollte nicht töten und dann reinlaufen. Aber Leon ist es nicht. Lara und Dalu. Safe. Ich glaube, Lara und Dalu safe. Anni, bist du dir so sicher mit dem Leon am Anfang? Weil das ist das Einzige, was den 100%. Aber Moment, Anni, dann müssen es Dalu und Lara sein. Wo liegt die Leiche? Vor Electrical. Und Lara und ich waren doch beide nicht mal da. Dalu, die Leiche ist gerade umgekippt, als ich rausgelaufen bin. Und ich habe dann geguckt, wer da in die Nähe gerade gekommen ist. Und Anni ist gerade von rechts gekommen. Ich habe geguckt, ob jemand links war niemand. Es müsste Anni mit einem Self-Report sein. Nein, ich glaube, sie benutzt mich als dritten Imposter. Nein. Also Lara habe ich die Runde davor sogar schon gesaved. Oh Gott, wir müssen wieder. Ich vote Lara, bitte. Also Lara ist es safe nicht. Ich kann es nicht Lara, sein, Lara kann es nicht sein. Ach, warum denn ich, ihr Idioten? Ihr Idioten! Ey, Mann! Du hast dich voll verquasselt. Oh Mann, Anni. Okay, das war richtig geil. Und gerade eben habe ich kurz mal in den Chat geguckt und ich glaube auch gelesen zu haben, dass ich nicht sabotieren soll. Ich dachte bis eben, dass wir uns unterschiedliche Sabotage-Perks teilen. Stimmt gar nicht. In Wirklichkeit, glaube ich, teilen wir uns ein Sabotage-Perk und deswegen nehme ich ihm das jetzt nicht weg. Alter, Andi, ne? Und Leon. Alter, das gibt's doch nicht! Der ist ja frech. Und jetzt hat er eben die Tür zugemacht. Was ist mit dem Jungen los? Und jetzt sucht er sich ein Alibi. Alter, Dalu. Oh, ich hab's! Alter, wieso sterben hier alle? Ich bin an den Lifelines! Es ist keiner tot, als der Report kam! Was? So, also, der Dalu und ich sind Richtung Elektrike gelaufen, dann bin ich als einziger rein. Ja, ich weil ich die, zu den Lifelines Elektrike gerannt bin. Gefixt, okay, dann ging die Tür hinter mir zu, dann dachte ich schon, na, jetzt mach ich die Tür auf, dann ist bestimmt ein Tod. Ich stand an den Lifelines. Pass auf, Sepp, ich stehe an den Lifelines und der Report kam, obwohl auf den Lifelines niemand tot ist. Er muss instant reported haben. Also, Sepp, du weißt, das ist nicht wahr, weil wir zusammen die ganze Zeit rumgelaufen sind. Und Sepp, guck mal, Lara und ich können es auch beide zusammen nicht mehr sein, weil wir nur noch zu viert sind. Es ist nur noch einer. Und wir haben gerade nur noch einer. Ich weiß nicht, warum Lara jetzt so umschwenkt. Nein, ich hab's auf den Lifelines. Weil es können ja nicht noch zwei sein. Dalu es nicht ist. Ich weiß, und ich bin's nicht. Und Dalu schiebt es mir krass in die Schuhe. Dalu kann es nicht sein. Er weiß, ich war auch neben. Lara, du... Ich hab's auf den Lifelines gesehen. Die Lifelines aktualisieren erst 1-2 Sekunden später, als was passiert. Wo war ich denn? Lara, wo war ich denn mit Lara? Mit Dalu, Sepp war mit mir in Specimen Room. Und wir haben Lara! Dann einen Task gemacht. Was? Er hätte doch Dalu uns mal sagen können, aber wirklich bei Specimen Room. Nein, an den Lifelines, nicht an den Admin-Table. An den Lifelines! Da siehst du nur, wer tot ist und lebt. Ach so, und es war niemand tot. Sepp, hör auf deinen Bauch, ja? Wir waren die ganze Zeit da drüben zusammen unterwegs. Ich hab den perfekten Beweis. Und Dalu schiebst mir jetzt in die Schuhe. Gott. Und du kannst dir doch sicher sein, Lara, dass ich nicht sein kann. Also kann es nur Dalu sein. Zweimal als Anni dich beschuldigt. Die einzige Alternative ist, dass es Lara ist. Nein, Lara kann es nicht sein. Wir haben den Imposter rausgeschmissen. Verstehe ich halt nicht, warum du... Oh mein Gott, Idioten. Oh, Dalu, das wäre so gemein. Was für eine Truppe, ey. Aber Dalu kann es nicht gewesen sein, eigentlich nicht. Ich weiß, oh mein Gott, das ist vielleicht doch Dalu, ich weiß es nicht, oh mein Gott, ich sterbe gerade. Ist das geil, Alter. Ah, es ist super lustig. Und ich muss sagen, der Dalu, der mausert sich echt zu meinem Lieblings-Imposter hier. Der macht das schon gut. Alter Falter, da kann man einiges von lernen, muss man jetzt echt mal sagen. Da wartet er nur drauf, die alte Hunde, der alte Hunde wartet auf Opfer. Die Spinne hat ihr Netz ausgeworfen. Ah, na, alle Geister warten schon auf Zuwachs. Die Frage ist natürlich,
Hier geht auch keiner hin? Ja, dann war's das vielleicht bald. Ah, da gehen sie in Sepp. Geht da hin. Der ist vielleicht dann der Nächste. Du, Alex, ich hasse dich so sehr. Ja, Zweites Lara. Dadurch war halt ruhig. Also, ich hatte vergessen, dass wir Simon rausgevotet haben. Mir ist egal, was ich gewotet habe. Diese gesamte Runde hat eine Person gewonnen, und zwar Lara als Third Imposter. Ja, allerdings. Ja. Das war also Lara. Du hast mich beschuldigt. Du hast mich beschuldigt, ich war unschuldig. Dann hast du Anni rausvoten lassen, sie war unschuldig. Dann hast du Anni rausvoten lassen. Aber Anni hat auch gesagt, dass sie mich da gesehen hat. Ich habe sie nicht, das Licht war halt aus. Und dann hat sie erst gesagt, ich wäre unschuldig. Und dann hat sie gesagt, ich bin schuldig, obwohl ich ja nicht mal in der Nähe der Leiche war. Das Geile war, ich habe die ganze Zeit benutzt. Das Geile war, ich hab's geschafft, dass ihr dachtet, Anni war der Imposter und ihr habt Simon vergessen. Ja, ja, wirklich. Ich hab wirklich Simon vergessen. Einfach, ey. Ja. Das war schon eine Aktion, mich da vorzulocken. Ich wusste schon, wenn die Tür aufgeht, bin ich raus, ja? Dann liegt da eine Leiche. Wir hätten das schon früher haben können, als ich gesagt habe, Leon, mit wem bist du denn da langgelaufen? Da bist du nämlich mit Dalukat langgelaufen und kurz danach hast du die Leiche gesehen. Genau. Und er war der Einzige, der vor dir war. Und es hat mich gewundert, dass du es nicht gesehen hast. Eddie das gesagt hat, habe ich so krass in meinen Monitor reingeschrien und sagte, ja, Mann, Eddie hat's. Und keiner hat ihm zugehört. Ja, ich hab's echt geschockt in dem Moment. Ja, er hat es auch nicht gesagt. Du bist echt der gute Lügner. Na, ich kann eigentlich nicht lügen. Ich versuche immer, die Wahrheit zu sagen. Komm, eine letzte Runde. Ich habe die Lifelines. Die Lifelines. Ist halt ein bisschen salty. Wollen wir ein bisschen entspannter werden? Gerne. Waren wir wirklich salty? Ja. Ich fand das eigentlich Ich fand es gar nicht salty. Soll ich eure Rücken ein bisschen massieren, dass es besser wird? Ja, hier bitte einmal. Ja, komm mal her. Aber ich hätte nicht mehr gedacht, dass ich da noch rauskomme aus dem Nee, ich auch nicht. Das war so offensichtlich. Du hattest Lara, sie hat sehr gut mitgeholfen. Das war eine geile Runde. Gemacht. Ich wurde auch benutzt. Simon, wir beide haben es gerissen. Ey, dabei zuzugucken war mir eine Ehre, da, Luca. Ohne Scheiß, es war eine Ehre. Aber es war so schön, wie ich den Simon da im Erdloch hatte. Ich wusste nicht mal, dass da Kameras sind. Wer hat mir vertraut, Anni oder Lara? Lara. Ich hab dich sogar gerettet. Anni wollte dich beschuldigen. Da habe ich gesagt, nein, Lara nicht. Ja, stimmt. Machen wir noch eine schnelle Runde? Warte, nein, bitte. Moment. Ich muss meine Farbe kurz wechseln, warte. Aber es fehlt noch einer. Wer ist denn der Zehnte, der steht? Eine Runde machen wir noch, dann bin ich. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Okay. Ja, also jetzt Rucksäckchen nicht so eng schnallen und entspannen. Also ich war null salty. Also ich weiß nicht, wer salty ist. Nein, ihr müsst euch ausreden lassen, die kleinen Schwitzis. Ja, okay, ja. Stimmt. Und die alle das oder was? Machen die alle dein Kram? Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert, wie man das hier faken kann. Was ich super gerne machen würde, ist einen hier reinlocken, dann die Türen zu machen. Das geht ja auch. Aber wie, weiß ich nicht. Und wenn ich hier jetzt da warte? Ich weiß leider nicht, wie ich hier die Türen zumache wieder, aber da oben ist einer rumgelaufen. Den hole ich mir jetzt. Der ist es jetzt. Hallo? Da liegt eine Leiche am O2. Ich sag euch, wie es ist. Das hat nicht viel geholfen. Am O2? Am Baum? Am Baum, ist einer direkt gewendet? Ja, ich hab's schon gerochen, deswegen bin ich da reingelaufen. Kann irgendwer irgendwen ausschließen? Ich kann Matteo ausschließen, wir waren zusammen weapon. Ich kann Dalu ausschließen. Ja. Der Imposter wird wahrscheinlich auch noch im Schacht drinnen stecken, weil Gnu auf dem anderen Ausgang sitzt. Was soll denn das? Du hast dann gemeldet, oh, dann hättet ihr einfach mal annehmen. Ach, kann der da nicht raus, oder wie? Nein, nein, das war nur ein Scherz, weil du dich da hingestellt hast, um anzutäuschen, dass du wenden willst. Vielleicht wollte ich ja wenden. Nein, wolltest du nicht. Wolltest du nicht. Also warte mal, wie kann denn saftiges Gnu und Dalu sich ausschließen? Ich habe Gnu erst auf dem Loch gesehen, bin dann mit Gnu rumgelaufen, dann habe ich beim Baum die Leiche konfirmiert und Gnu war hinter mir. Wer kann noch irgendwie entdecken? Bist du nicht in Security? Eddie? Was? Bist du nicht in Security? Nee, ich bin am Lavasee.
und mach da die Temperatur einstellen. Oh, warte mal, Simon, hast du Eddie beim Security gesehen? Nein, ich habe einfach angenommen, dass er das wieder macht. Ja, nicht immer. Ich muss ja auch Tests machen. Ich wollte gerade schon Eddie auswählen. Ist ja schon ganz geil. Da wäre ich bei gewesen. Ja, lass doch machen, komm, was soll's. Kann irgendwer irgendwen ausschließen? Kann irgendwer irgendwen ausschließen? Nee, also nur Anni, weil sie an den Weapons war, aber das ist kein 100% Alibi, war ja nur ein Kill. Andi oder Anni? Nee. Anni. Nein, nur für diesen Kill. Könnt ihr für diesen Kill irgendwen ausschließen? Für diesen Kill kann ich nur Anni ausschließen. Lara, kannst du irgendwen ausschließen? Andi? Ich war alleine in Special. Ich schließe Gnu aus für diesen Kill. Simon, kannst du irgendwen ausschließen? Nee, leider nicht. Ich habe keinen gesehen. Gnu, ich würde mich freuen, wenn du auch mich ausschließt. Dalu war's. Okay, danke. Nein, Dalu war's. Also, Gnu, könnte es Self-Report gewesen sein? Nein. Ach so. Wie denn? Ach so, nö, nein. Oh, wow. Gnu, jetzt versuch hier nicht uns reinzutrollen. Du weißt genau, wie es nicht war. Ich sag also, doch nein. Okay. Ja, aber wie du nein wie? Sagst, ist ja. Ja, hier stinkt es. Nein, es hat etwas nicht. Danke. Total glaubwürdig. Okay. One down, eight to go. So, die große Frage ist, glaube ich, jetzt, wie kann ich Matteo killen? Ich will jetzt mal mit Matteo rumlaufen, um dann auch von ihm vielleicht ein Alibi zu kriegen. Wenn Matteo auf meiner Seite ist, dann habe ich alles. Dann habe ich alles. Da sitzen sie alle. Da, okay. Was ist hier los? Okay. Wir laufen jetzt nur noch zusammen rum. Ich versuche jetzt wirklich nur noch Alibis zu machen. Ich darf mich nicht weiter verdächtigen. Hoffentlich. Ah, er kann Anni jetzt leider nicht machen. Matteo könnte ich hier erledigen. Shit, Matteo hat mich. Matteo hat mich erwischt, weil er mitgekriegt hat, dass diese Task nicht richtig gemacht wurde von mir. Ja, ich habe eine Leiche gefunden. Wo? Leon, ich weiß nicht genau wo. Ich bin zu Lichter gelaufen, das Licht war aus. Ich müsste jetzt so, da wo Storage ist, so links ein bisschen runter ungefähr davon sein. Moment, da Leon irgendwo. War doch in der ersten Runde tot, oder nicht? Gnu ist tot. Ach so, da habe ich Gnu gefunden. Sorry, ich habe keine Leiche, ich habe nur Report geschrieben. Dalus Freundin wurde hinter den Jordan gebracht. Also ich habe eben eine Dreiergruppe gesehen, Sepp, Andi, Simon, die waren die ganze Zeit zusammen. Seid ihr immer noch zusammen? Ja. Hat sie dir nicht genug Bestätigung gegeben, Dalu? Nein, ich kann euch sogar ein Rätsel geben. Ich bin aber noch am Überlegen, weil ich weiß, wer ein Mörder ist, aber ich will es nicht zu einfach machen. Warum? Also, das wäre blöd. Wir spielen die letzte Runde, ist noch spannend. Ich bin aber noch am Überlegen. Also ich glaube also Sepp, Andi, Simon waren zu dritt. Wenn ihr bis zum Ende zu dritt wart, dann kann ich euch drei für den Kill ausschließen. Ja, wir waren zu dritt. Lara, Eddie, genau. Matteo ist in Specimen Room, glaube ich, reingelaufen. Ich stehe neben Sepp und Andi. Ja. Wir machen Specimen gerade zu dritt. Ja, genau. Lara und Dalu. Ich chill in O2 und höre dem Vogel. Hört mal auf, mich dazu zu verdächtigen. Ich bin gerade hart am Nachdenken. Also Dalu, versuch uns nicht mal deinen Namen irgendwie glaubhaft rüberzubringen. Ja, meinen Namen, dass ich es nicht bin. Nee, du willst ja irgendwie uns deinen Namen mit. Ja, also weil wer du es ja bist. Also nein, für mich nein, ist ein Imposter ein Abenteurer. Mehr sage ich euch nicht. Okay, also ich bringe auch noch einen, aber der könnte zu einfach sein. Aber das mache ich erst kurz vor, damit ihr direkt nachdenkt. Abenteurer? Mhm. Aber wäre es nicht gut, wenn wir die Imposter jetzt rauswählen? Ja, aber das wäre doch einfach. Okay, sorry. Hä, jetzt bin ich aber verwirrt. Ich auch. Matteo, Specimen, Andi, Simon, Sepp waren die ganze Zeit zusammen. Okay. Eddie, Lara, Dalu. Also jeder weiß es vermeintlich, aber keiner will es sagen. Ich habe davor Weapons gemacht. Na gut. Ja, man kann halt zu O2 wenden von der Stelle, wo ich ungefähr bin. War aber in Weapons vorher. Okay, was haben Pikachu und SpongeBob gemeinsam? Sie sind gelb. Ernsthaft? Das war jetzt aber eine ganz hinterhältige Dreckshilfe, so gegen Ende nochmal. Das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Mich so zu outen, vor all den Leuten. Alle gucken zu, die Mama ist da. Jeder. Ich mach sogar Tasks, siehste? Mach ich dir. Kein Problem. Hey, jetzt bin ich eingesperrt.
So, wir gucken erst nochmal. Das hilft nicht viel. Was ist hier jetzt? Warum gehen da? Oh Gott, ich bin so erschrocken. Sepp, wolltest du nicht reporten oder was? Nö, ich fand das eigentlich ganz cool, wie du auf der Leiche standest. Simon wollte mich gerade töten. Ich hatte Angst. Was? Wie bitte? Ich bin doch gerade an dir vorbeigelaufen zweimal. Ja, du bist wieder zurückgelaufen. Aber er hat noch Cooldown. Kann ich dir genau sagen, warum? Weil du nämlich mit Anni ist, glaube ich, weiß nicht wer, aber Security. Einer ist in Security gegangen und dann ist Lara da hinterhergelaufen. Und dann habe ich gedacht, jetzt guckst du mal. Hä? Du denkst gerade was aus. Ich bin zuerst in Security rein, du kamst raus und dann kam Anni hinterher und dann bin ich wieder rausgelaufen. Ja, genau, und dann bist du wieder reingelaufen. Dann habe ich gedacht, ah, sie jetzt killt sie. Ich bin wieder rausgelaufen und du bist wieder reingelaufen. Simon, sag doch mal, dass du das Licht wieder angemacht hast. Habe ich auch. Ja, ich habe das Licht angemacht. Ja, aber was? Ich weiß doch, dass ich unschuldig bin. Die anderen wissen es. Ich habe das vergangene Licht sogar angemacht. Die Tür war schon. Ich war sogar alleine eingesperrt in Electric. Ich wollte gar nicht. Interessiert euch nicht, was für eine Leiche habe? Nein, da du. Okay, über Weapons. Nee, das kann nicht sein. Was? Ich weiß gar nicht, wo es ist. Wo ist das? So unten links zwischen dem Routerraum und zwischen dem. Salu, der ist zwischen deinen Lenden. Ja, ich weiß. Ja. Ich muss ihn inspizieren, weil er hat noch mit Blut was auf dem Boden geschrieben. Ja, aber was haben wir jetzt Pikachu und SpongeBob gemeinsam? Was haben denn Pikachu und SpongeBob gemeinsam? Das habe ich doch gesagt. Beide unter Wasser. Aber Matteo ist doch raus. Matteo hat noch in den Boden gehustet. Hakuna Matata, dieses Loch mag ich gern. Ja, das hat er, aber ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist Dalu, weil der stand auf der Leiche. Also. Nee. Also nee, ich glaube, er wollte seine Leiche verstecken. Also Sepp. Boah, ihr spielt schon alle viel zu lange. Ich bin suspekt, Anni und Lara, weil die beiden gerade komisch in der Security-Geschichte waren. Ich hab ein Gefühl für Anni. Was nehmen wir denn jetzt? Andi, oder? Simon. Ich hab ein Gefühl für Andi. Er war nämlich mit mir in Weapons drin. Ich bin vorher rausgelaufen und dann liegt die Leiche vor Weapons. Alter Falter, ich kann das eigentlich gar nicht mehr schaffen. Das ist ja fast unschaffbar. Jetzt ist auch noch Dalukat hinter mir her. Nein, zum Glück doch nicht. So, wie kann ich denn jetzt hier, wie kann ich jetzt jemanden schnell töten? Ja, Andi, das hilft nicht. So, den edlen Eddie hole ich mir jetzt. Den hole ich mir. Und zwar warte ich noch, bis der... Leck mich doch, Simon. ...den Wänden gesehen. Also, wenn die mich jetzt nicht gesehen haben, sind sie... Oh, Anni, gib mir ein Alibi. Anni, wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt zusammen, bis meine Sekunden um sind. Dann kill ich dich. Anni, are you walking? Let me kill you, Anni. Anni, let me kill you. Let me kill you. Oh, shit, den falschen Button gedrückt. Na, egal, war ja eh ein Alibi. Haha. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Einfach so. Imposter unter sich. Oh Gott, war das ätzend. Ah. War das ätzend. Simon, du kleines, mieses Stück. Und ich war's. Und Andi. Oh, Alter. Was, Simon, du bist aber auch echt ein totaler Chaos-Mensch, ja? Ja, was kann ich denn machen? Ich reagiere einfach auf Dinge, die passieren. Ich hab dann töte ich ein Eichhörnchen, rennt er links und rechts und oben und unten. Ja, also, ich hab die ganze Zeit Angst gehabt, weil Leute mit hinterher sind. Ich dachte gleich. Du brauchst keine Angst haben, es kann dich keiner umbringen. Du hast das Messer. Ja, aber die wollen mich ja beobachten. Also mein Hinweis hat keiner mitbekommen oder so, ne? Was hast du gesagt? Das mit dem Loch oder was? Ja, nein, der Abenteurer. Wer war das? Das der. Nicht? Okay. Wer ist denn jetzt? Ach, das war, ich dachte, du meinst mich. Ich dachte, du willst auf mich hindeuten. Ich meinte dich, Simon. Okay, aber wie? Wieso ist der Abenteurer? Weil ich mag das Risiko. Das war einfach so ein guter Hinweis, also den kann man nicht verstehen, oder? Also den SpongeBob-Hinweis fand ich schon ein bisschen zu much. Ich dachte, du meinst mich, deswegen habe ich dich umgebracht. Ja, Simon, die haben mir die Pistole auf die Brust gehalten. Ich konnte mir nichts zu ziehen. Aber ich verstehe den Hinweis nicht. Ich verstehe den Hinweis nicht.
Talos Rätsel war gut, Talos Rätsel war eindeutig. Es tut mir leid, Simon. Ich mag es auch gar nicht, am Anfang einen Mord zu sehen. Ich will das gar nicht. So, ich will, dass die Runde am Ende spannend ist, nicht am Anfang. Nein, aber ja, dann lassen unschuldige Menschen ihr Leben, Dalu. Ich komme in den Raum rein und Simon jietet sich dadurch. Ey, das war voll knapp. Ich habe erst den Button nicht gefunden, sonst wäre ich längst weg gewesen. Jietet sich durch das Loch. Richtig nice. Anni hätte ich beinahe auch noch erwischt. Also ich habe den Matteo gemacht mit Matteo. Simon, ich bin über mein Leben gelaufen. Das hab ich gemerkt. Du hast selbst reported. Matteo, mir ging's wie dir heute den ganzen Abend. Du warst halt da und dann konnte ich nicht anders. Das war total dumm an der Stelle, ja? Hm? Ich habe dich sogar ausgeschlossen, weil wir in Specimen sogar noch zu dritt waren. Ja, das aber nur weil wir zu dritt waren, konntest du mich da ausschließen. Das stimmt. Ja, ich konnte auch nicht raus. Also das ist das Ätzende mit dem Specimen rum. Wenn du da einmal mit Leuten reinläufst, ja, dann bist du da halt drin, ne? Und Das war aber richtig schön. Das hat mir Spaß richtig Bock gemacht, Leute, ja. Muss ich jetzt sagen. Ja, es war voll toll. Dickes Knutsch für euch alle. Fühlt euch gut. Vielen Dank fürs Mitspielen. Macht's gut. Danke. Tschüss. Eddie, wir hören uns jetzt wahrscheinlich noch nicht, oder? Macht Eddie Abmord? Mach ich höre. Ich hab keine Ahnung. Ach, soll der die doch machen? Mach doch du. Machen wir sie beide. Machen wir beide. Tschüss.